Ja, das einzig Kurze am ganzen Video, dieser kleine Disclaimer, es gibt dazu noch eine Kurzfassung. Ist mir durchaus bewusst, dass nicht jeder 2,5 Stunden Zeit hat, um sich mit dem Zustand des Waldes zu beschäftigen und das dann auch noch anhand jeder Menge Grafiken und Diagramme. Daher eine Kurzfassung gibt es, wie gesagt, auch. So, hallo und herzlich willkommen heute im Arbeitszimmer aus praktischen Gründen, denn ihr seht hier was eingeblendet und was ihr hier eingeblendet seht, ist so ein bisschen meine Zusammenstellung von den Dingen aus den verschiedenen Waldzustandsberichten von 2021, über die wir uns mal ein bisschen unterhalten können, ne? Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Jahr, in dem ich da mal drüber spreche, was denn beim Waldzustand so rausgekommen ist. Nee, warte mal, 2018 habe ich das zum ersten Mal gemacht. Ja, also für 2018. Ja, das heißt, das ist jetzt das dritte Mal nach Adam Riese. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls, es ist schon ein bisschen was für Leute, die mit Grafiken, Zahlen und Statistiken auch was anfangen können. Wer da jetzt sagt, oh, was ist das, da kann ich nichts mit anfangen, dann wird das eher schwierig. Daher, da wäre es dann schon hilfreich, wenn da ein bisschen ja, Vorwissen eventuell sogar schon vorhanden ist. Ohnehin, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist für Otto Normalverbraucher, also irgendjemanden, der so überhaupt keinen Bezug zu ökologischen Wissenschaften hat und da, ja, also ihr seid gewarnt worden. Das ist also schon ein bisschen mitunter vielleicht etwas kompliziert. Ich versuche es aber trotzdem, so gut es geht, einfach zu erklären. Werde auch wenig Schnitte machen, das heißt, es könnte passieren, dass ich zwischendrin mal ein bisschen in Stocken gerate oder so. Da müssen wir dann alle durch, weil das ist ohnehin jetzt technisch nicht ganz einfach für mich und ich habe dann auch wenig Übung mit solchen, ja, letztendlich Desktop-Aufnahmen mit Kamera läuft noch nicht mehr und so weiter und so weiter. Alles technisch ganz, ganz, ganz modern. Daher, ja, das wäre das Vorgeplänkel gewesen. Kommen wir gleich mal zu einer kleinen Zusammenfassung. Übrigens, ich habe ein tolles neues Videolicht, deswegen bin ich hoffentlich auch einigermaßen hell. Egal, jedenfalls Zusammenfassung zuerst. Wie geht's im Wald? Grob gesagt haben wir schon in den meisten Regionen, es gibt auch Ausnahmen, aber in den meisten Regionen eine deutliche Verbesserung des Kronenzustands. Ja, was heißt deutlich? Das muss man immer sehen innerhalb der natürlichen Geschwindigkeit, in der sich ein Wald entwickelt. Also wenn du von sehr vielen schlechten Jahren jetzt zu einem normalen Jahr wechselst, und auch das kann ich euch gleich mal vorneweg verraten, es handelt sich um ein normales Jahr. Man könnte ja meinen, oh, das war ein total kaltes, total nasses Jahr. Das war es zwischendurch und regional durchaus mal eben, wie gesagt, aber nur zwischendurch. Ja? Gerade für Niedersachsen kann man sagen, also nun mal als Beispiel, war 2021 ein völlig normales Jahr. Es war, was die Niederschläge angeht, und war immer noch deutlich zu warm, wenn man eben die berühmte Referenzperiode von 1909, also das Klima von 1990, da irgendwie zugrunde legt. Ja? Also so kalt war es jetzt auch nicht, außer einzelne Monate, und so nass war es jetzt insgesamt auch nicht. Warum haben wir den Eindruck, dass es sehr, sehr nass und sehr, sehr kalt gewesen sein dürfte? Naja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir es nicht mehr gewohnt sind. Wir sind es wirklich überhaupt nicht mehr gewohnt. Auch ich hätte jetzt, wenn man mich gefragt hätte, ohne Messdaten zu haben, hätte ich auch gesagt, das ist ein super nasses Jahr gewesen. Ja, aber wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, dass es normale Jahre mit normalem Niederschlagsverhalten gibt. Nach erfolgreich 3, 4. Ja, nee, also nach 3 Jahren ohne gescheiten Niederschlag, mal wieder ein Jahr mit gescheitem Niederschlag. Und dazu muss man dazu sagen, die 2010er Jahre, also 2010 bis 2019, die waren alle nicht sehr niederschlagsreich. Also da war kein einziges Jahr dabei, wo man jetzt sagen würde, oh, da hat es aber nur geregnet. Und daher ist Trockenheit wirklich was, worauf wir uns ja, die letzten 10 Jahre mehr oder weniger verlassen konnten, dass die regelmäßig auftritt und deswegen sind wir es nicht mehr gewöhnt. Also
für eine großflächige Regeneration der Bodenwasservorräte, ja, des Grundwasserstandes, damit der mal wieder ein bisschen ansteigt, bräuchten wir, nur damit das klar ist, und damit kann ich auch gleich darauf hinweisen, allzu viele gute Nachrichten habe ich ehrlich gesagt leider nicht, bräuchten wir nochmal ein Jahr, das etwa locker 30-40% mehr Niederschlag, aber gleich verteilt über die gesamte Bundesrepublik. Nicht kleinörtlich, ja, kleinräumig mal extrem viel Niederschlag. Was da passiert, haben wir ja leider gesehen, siehe Ahrtal und solche Späße. Das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen einen langsamen Dauerregen, einen moderaten, langsamen Dauerregen, und den könnten wir quasi nach wie vor circa 3 Monate am Stück in etwa gebrauchen, ja, für die Grundwasservorräte. In den allermeisten Teilen Deutschlands mag es noch ein paar kleine Ausnahmen geben. Ja, also soll heißen, so doll ist es nicht, aber ja, wir haben eine Regeneration, und da gucken wir doch jetzt mal bitte hier diese Grafik an, die ich hier eingeblendet habe, die werdet ihr sowieso schon gesehen haben. Quellenangaben stehen immer oben drüber, und zwar so lange gilt die letzte, die da stand, bis eine neue kommt. Ja, nur dass wir uns darauf geeinigt haben, aber ich sage es auch immer noch dazu, für die Leute, die nicht gucken, sondern nur hören, damit ich da auf der sicheren Seite bin, was die Zitate angeht. Das sind übrigens Vollzitate oder Großzitate, die sind nur zulässig bei wissenschaftlicher Arbeit. Das, was ich hier mache, mag jetzt nicht super hardcore wissenschaftlich sein, aber es ist immer noch wissenschaftlich genug, dass ich zumindest rechtlich tatsächlich vom sogenannten Großzitat Gebrauch machen darf, wenn ich dann immer schön brav, wie gesagt, hinschreibe, wo ich es her habe. So, und in diesem Fall forstliche Versuchsanstalten, Versuchsanstalt Baden-Württemberg, und zwar aus dem entsprechenden Waldzustandsbericht. Nahezu alle Grafiken, die wir hier haben, sind aus den jeweiligen Waldzustandsberichten der jeweiligen Bundesländer. So, und hier sehen wir jetzt drei bunte Linien, sage ich jetzt mal. Die blaue 34,9% endet sie 2021, die rote endet mit 26,6% und bei der grünen sind wir bei 17,4%. Was sind das jetzt für Linien? Das könnt ihr unten auch schon sehen. Die grüne Bäume bis 60 Jahre heißt vergleichsweise junge Hüpfer für Baumverhältnisse. Mit 60 bist du als Baum jetzt nun wirklich noch nicht besonders alt. Und in der Mitte die rote Linie, das ist ein Durchschnitt über alle Bäume, die überhaupt so rumstehen. Und die blaue Linie sind die Bäume ab 61 Jahre. Da ist statistisch gesehen schon auch einiges so mit 70, 80, 90 Jahren dabei. Da ist der Unterschied auch noch nicht so krass zu einem 59-jährigen Baum, aber irgendwo muss man ja die Trennlinie ziehen, und da hat man sich eben auf 60 Jahre geeinigt sozusagen. Da sind aber auch sämtliche wirklich alten Bäume, also auch die Methusalem-Bäume. Methusalem ist alles außer Eiche über 140. Bei Eiche fängt das Methusalem-Alter etwas später an, weil über 140 ist für Eiche noch ganz normal, und selbst im stinknormalen Wirtschaftswald wird sie meistens mindestens 150 Jahre stehen gelassen. Früher zumindest. Das mag heutzutage sogar noch mal ein bisschen kürzer sein, je nach Situation, aber ja. So, 34,9% durchschnittlicher mittlerer Nadelblattverlust. Ist das viel? Ja, leider. Das ist tatsächlich ziemlich bemerkenswert viel. Und da muss man jetzt gleich drauf eingehen. Heißt das, alle Wälder, die ein bisschen älter sind in Baden-Württemberg, sehen jetzt katastrophal aus? Nö, heißt es nicht. Es ist regional, gerade in den größeren, flächenhaft größeren Bundesländern, wirklich sehr unterschiedlich. Da gibt es Regionen, die sind eine Katastrophe. Die hatten wir zum Beispiel, haben wir nach wie vor zum Beispiel entlang der A5. Wer die A5, wer im Norden nach Baden-Württemberg reinfährt und die A5 durchfährt bis Basel, der kann da einige der schlimmsten Waldbilder sehen, die Baden-Württemberg zurzeit so zu bieten hat. Da sieht es wirklich verboten aus, und da dürfte eine durchschnittliche Schädigung dieser Wälder direkt an der Autobahn bereits deutlich über 34,9% liegen. 26,6 im Schnitt. Ist das jetzt ein guter Wert? Ist das jetzt ein schlechter Wert? Das ist ein relativ schlechter, wenn wir uns über Deutschland mal so ein bisschen umgucken. Der kommt allerdings wirklich in Baden-Württemberg durch Extreme zustande. Durch wirklich katastrophale Flächen und
Einige nahezu ungeschädigte. Ich habe das Glück, in letzteren drin zu wohnen, weshalb ihr in meinen Videos auch selten seht, dass ich jetzt im Kahlschlag hocke. Entschuldigung, in der geräumten Borkenkäfer-Kalamitätsfläche. Das wäre die korrekte Bezeichnung. Das ist auch wichtig, das so zu nennen. Ja, sollte man schon tun. So, und ja, eben bei den jungen Bäumen nur 17,4. Das zieht sich aber auch durch Deutschland, dass die Jungen deutlich besser wegkommen. Das können wir vielleicht auch gleich mal vorneweg als ersten Trend und als erste Erkenntnis sagen. Das haben wir letztes Jahr vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal ganz klar machen. Je älter der Wald, desto deutlicher die Schäden durch vermutlich jetzt eben die Dürre. Es gibt jetzt einige Untersuchungen, die beobachteten Waldschäden, die sind erstmal da. Ja, aber woran liegen die? Liegen die wirklich an der Dürre oder liegt es zum Beispiel an Nährstoffmangel? Eine prominente Untersuchung ist von unter anderem meinem ehemaligen Bodenzustands, sage ich jetzt mal, Professor Axel Göttlein von der Technischen Universität München, und der hat da eben auch unter anderem, also nicht alleine, aber in dem Bereich geforscht und hat mal geguckt, kann man denn gucken, findet man einen Zusammenhang zwischen Nährstoffmangel und schlechtem Waldbild. Und dazu hatten sie einen Berg genommen, jetzt mal einfach erklärt, auf der einen Seite mit Kalk im Boden, auf der anderen Seite ohne Kalk im Boden. Kalk ist ja bekanntermaßen relativ guter Boden meistens, wenn es eine gewisse Menge von Kalk drin hat, auch eine gewisse Menge von Magnesium. Und auf der anderen Seite ein sehr trockener, sehr nährstoffarmer, silikatischer Boden. Das hat man sich ein bisschen näher angeguckt und dabei sind zwei Sachen bemerkenswert. Erstens spielt nahezu keine Rolle für das Kronenbild, ob jetzt Kalk da ist oder nicht. Und man hat übrigens auch geguckt, auf der Seite ohne Kalk hat man eine Fläche gehabt, die wurde gekalkt. Also hast du manuell tatsächlich mit dem Kalkpustegerät noch ein bisschen Kalk in den Wald gepustet, sozusagen gedüngt, wenn man das so nennen möchte, und auf der anderen Fläche eben nicht. Und auch da ist relativ klar geworden, mit Kalk allein gibt es keinen großen Unterschied im Waldbild, was hauptsächlich tatsächlich also für den Waldzustand verantwortlich ist, wenn wir jetzt mal diese eine Studie rauspicken wollen, was wir jetzt spaßeshalber einfach tun, was man normalerweise nicht tun sollte, aber das zieht sich durchs Bild, wenn man sich auch noch andere Studien durchliest. Das bezweifelt also keiner, es gibt keine große Opposition gegen diese Meinung. Nicht der Bodennährstoffhaushalt ist verantwortlich für die großen Waldschäden derzeit, sondern tatsächlich wirklich allein die Trockenheit. Und mit mehr Nährstoffen im Boden kriegt man das Trockenheitsproblem immer noch nicht gelöst. Gleichzeitig noch eine andere nebenher auftretende interessante Beobachtung bei diesem Experiment. Hat jetzt nichts mit dem Waldzustandsbericht zu tun. Wobei irgendwie schon. Dem Wald fehlt neuerdings Schwefel. Das hätte man in den 80er Jahren nie für möglich gehalten. Aber das ist ja die Historie des Waldzustandsberichts. Ihr seht es ja hier auch in der Grafik, wenn ihr ganz weit nach links guckt. 1985 geht's los. Ja, und seitdem hat sich der Zustand kontinuierlich mehr oder weniger verschlechtert. Aber so besonders miese Jahre in Anführungszeichen gab es so Anfang der 90er, als das Waldsterben nochmal so richtig reingehauen hat. Also das sogenannte Waldsterben, da kann man sich auch kloppen drüber, aber das machen wir heute nicht. Und ja, danach wurde es erstmal wieder besser, weil Rauchgasentschwefelung und mehr oder weniger seit 2001, 2003 war auch so ein mieses Jahr, ist eben kontinuierlich eine gewisse Grundschädigung des Waldes durchaus festzustellen, dass da so dass die Sache-Situation nicht unbedingt besser geworden ist. Ja, und damals hat man ja eben gedacht, deswegen wurde dieser ganze Waldzustandsbericht, der jedes Jahr herausgegeben wird, von jedem Bundesland einzeln, überhaupt erfunden, um eben zu gucken, welchen Einfluss hatten der saure Regen hauptsächlich auf den Wald. Ja, und der hatte auch einen negativen. Aber was wir jetzt inzwischen sehen können, sozusagen 30 Jahre später, man hat inzwischen diesen sauren Regen, also das Schwefeldioxidproblem, derart unter Kontrolle gebracht, ja, und den Schwefeldioxidausstoß so sehr runtergefahren, dass es inzwischen Waldbilder gibt, in denen es Schwefelmangel gibt. Ja, weil Schwefel ist auch ein Nährelement. Nur in winzigsten Mengen ist er notwendig für ein gesundes Waldwachstum, aber ganz ohne Schwefel ist dann auch irgendwo Murks. Und ja,
Es ist überraschend, dass es überhaupt möglich ist, den Schwefel so weit runterzufahren. Ja, ich schweife ab, das kennt ihr, das ist nichts Neues. Jedenfalls, das ist jetzt mal einfach als Einstieg Gesamtzustand Baden-Württemberg. Nochmal kurz auf den Trend. Das ist in den meisten Teilen von Deutschland so, dass 18 hat es erstmal reingebuddert. Ja, da ging das Ganze erstmal hoch. Teilweise war es 17 auch schon Schrott, wie hier zum Beispiel in Baden-Württemberg, da war auch nicht gut. 18 hat es dann nochmal reingebuddert. 19 war bei, ja, da waren die Spätfolgen von 18 zu sehen. Also ihr könnt sehen, in der roten Linie vor allen Dingen, die ist 2019 noch mal ein bisschen höher, je höher, desto schlecht, als 2018, deutlich höher sogar. Und das ist auch typisch, das hat man überall in Deutschland sehen können. 2020 haben sich die jungen Bäume, das hatte ich auch letztes Jahr erzählt, in Baden-Württemberg bereits begonnen zu regenerieren. Das heißt, wenn wir uns die grüne Linie angucken, da ist 2020 ein geringer Rückgang festzustellen des Nadelblattverlustes. Im Durchschnitt war es aber immer noch tendenziell etwas schlechter. Kommt dadurch, dass die alten Bäume eben weniger anpassungsfähig sind und länger brauchen, bis sie sich auf eine etwas bessere Situation einstellen können. Drum, 2020 war schon deutlich weniger schlecht als 2019 oder gar 2018. 2018 war am schlimmsten. Aber erst jetzt, wo wir wirklich ein deutlich besseres Jahr gehabt haben, also ein normales Jahr, um es mal so zu sagen, können wir auch bei den alten Bäumen einen schönen, wenn auch eben nicht krassen, Rückgang des durchschnittlichen Nadelblattverlustes feststellen. Das gab es auch schon mal besser. Guckt mal auf 1996, 95, sowas um den Dreh. Da finden wir die größte, schnellste Verbesserung von 30 auf circa 22, irgendwas Prozent runter. Also so eine schnelle Regeneration hat seitdem nie wieder gegeben. Möglicherweise, weil die halt so krass auffällt, ist da vielleicht auch noch ein kleines bisschen ein rechten Fehler drin. Das ist immer schwierig bei so lang zurückliegenden Ereignissen. Gut, so weit, so gut, ne? Die Waldzustandserhebung, das sage ich auch jedes Jahr, ist durchaus zu kritisch zu hinterfragen. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, an der Methodik des Ganzen. Vorteil, dass diese Methodik seit 36 Jahren unverändert ist, ist. Naja, sie ist seit 36 Jahren unverändert. Das heißt, wir haben eine super lange Zeitreihe, wo die Daten nach der gleichen Methode ermittelt wurden. Und deswegen können wir die Daten untereinander sehr, sehr gut vergleichen. Das bedeutet, der Trend, dass der durchschnittliche Nadelblattverlust in sämtlichen Wäldern Deutschlands im Laufe der letzten 36 Jahre zugenommen hat, der ist sehr, sehr valide und gegen den lässt sich auch nichts sagen. Also das ist eine so, so gute Datenlage für diese eine Aussage zumindest mal, dass das ist jetzt nicht gut, dass der zugenommen hat, ja, aber das ist ein gutes im Sinne von ein aussagekräftiges Forschungsergebnis. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ja, Nachteil dieser ganzen Veranstaltung. Der Waldzustandsbericht mit der Methodik, die da angewendet wird, geht davon aus, dass noch Wald da ist. Also, wenn mal gar kein Wald mehr da ist, beziehungsweise großflächig der wirklich fehlt, dann lässt sich das in der Statistik nicht mehr wirklich darstellen und dann kommt es zu eklatanten Fehlern, dass die Zahl, die da letztendlich als durchschnittlicher Nadelblattverlust steht, in keinster Weise den katastrophalen Waldzustand wiedergibt. So, und darum kommen wir jetzt zum Kapitel, warum die WZE, also Waldzustandserhebung, so heißt das Ding genau, reformbedürftig ist. Und hierzu haben wir auch schon ein direktes Zitat von, Moment, wo ist mir die Quelle hingerutscht? Hier unten ist die Quelle, Entschuldigung, die ist irgendwie weggerutscht. Freistaat Thüringen, Ministerium von Infrastruktur und Landwirtschaft, Waldzustandsbericht, Umweltmonitoring, bla bla blub, seht ihr da alles? Umweltmonitoring in Thüringen, das ist also der thüringische Waldzustandsbericht und daraus hier ein direktes Zitat. Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung WZE zeigen ein differenziertes Bild. So sind einerseits seit 2018 rund 20% der WZE-Stichprobenbäume durch abiotische Einflüsse oder forstliche Schaderreger abgestorben und teilweise entnommen worden. 2018 waren es 1%, 2019 waren es 3%.
Prozent, 2020 8% und 2021 nochmal 8%. Macht nach Adam Riese 8 plus 8, 16, 3, 19 und nochmal 21%. Da muss ich kurz erklären. Die Stichprobenbäume, was heißt das? Die WZE funktioniert folgendermaßen, dass die Leute, die sie durchführen, das sind dann immer nach Möglichkeit jedes Jahr ähnliche Leute und erfahrene Menschen, die das schon seit Jahren machen, die rennen in den Wald und gucken sich da Bäume an. Und zwar an der gleichen Stelle immer die gleichen Bäume, damit es halt eben repräsentativ ist. Diese Stellen, die liegen 4, 8 oder was, wie auch immer, wie viel Kilometer auseinander, da gibt es Unterschiede, je nachdem, wie eng man das Raster in den jeweiligen Bundesländern macht, aber es sind immer die gleichen Waldgebiete. So, und da kommst du jedes Jahr wieder, gehst ins gleiche Waldgebiet, stellst dich an den gleichen Punkt, der ist markiert, da ist so ein kleines Nopselchen im Boden, so ein Metallnopselchen, und da stellst du dich hin und von da guckst du jetzt die Bäume an. Wie gesagt, jedes Jahr dieselben. Blöd jetzt, eigentlich ist es so gedacht, dass da jedes Jahr auch dieselben Bäume stehen. Und die haben jedes Jahr mal ein bisschen mehr Laub, mal ein bisschen weniger Laub in der Krone und so weiter. Aber wenn die Bäume da eben gar nicht mehr stehen, weil sie tot sind, dann trägt man nicht etwa eine 100 ein für 100% Laubverlust, weil tot, sondern man geht nebenan und sucht sich den Nachbarbaum. Weil immer soll ein Baum am jeweiligen Punkt genommen werden. Und wenn es da überhaupt keine Bäume mehr gibt oder nicht mehr ausreichend viele, dann ruht einfach der Probepunkt. Und er wird ignoriert. Und man geht zum nächsten, an dem noch Wald steht. So, und jetzt nehmen wir mal an, wie passiert hier in Thüringen, an 20% der Stichprobenpunkte, beziehungsweise der Stichprobenbäume, ist gar kein Baum mehr. Dann geht man jeweils zum nächsten oder der Punkt ruht. Das heißt, dass 20% der Stichprobenbäume inzwischen fehlen, steht überhaupt nicht in der Statistik, weil das einfach ignoriert wird. Und das bedeutet, die überlebenden 80%, nur deren Laubzustand wird quasi ermittelt. Und das ist ein verfälschtes Bild. Aber ich lese mal weiter. Allein in diesem Jahr entstanden an 11 WZE-Aufnahmepunkten neue Kahlflächen oder stark aufgelichtete Bestände. 2020 waren das noch 9 WZE-Punkte. Nochmal 9 2020, 2021... nein, Entschuldigung. Allein in diesem Jahr entstanden an 11 WZE-Aufnahmen neue Kahlflächen stark aufgelichtete Bestände. Besonders stark betroffen ist erwartungsgemäß die Fichte. Verfahrensbedingt, und jetzt kommt die Kritik, also man sieht in der WZE selten Kritik an der WZE. Das steht da wirklich nur hin und wieder mal drin. Und das finde ich ganz toll von Thüringen und den Kollegen, die da zuständig waren, dass sie das Problem auch mal ansprechen, weil es in Thüringen halt wirklich nicht mehr passt. Aber verfahrensbedingt gehen die entnommenen Bäume nicht in die Auswertung zum Zustand und zur Vitalität des Waldes ein. Das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. So, und jetzt gucken wir uns hier mal an. Das ist das klassische Bild hier jetzt in der Bildmitte. Das sind diese roten, gelben und grünen Balken, so das politische Ampelsystem. Und funktioniert folgendermaßen. Der rote Balken, der gibt an, Moment, das habe ich weiter unten irgendwo, ja, hier könnt ihr sehen, das ist alles rot hier in der Tabelle, was rot ist. Also rot haben wir immer dann, starker Schaden, Baum mit starken Vitalitätsverlusten, haben wir immer dann, wenn entweder über 26% durchschnittlicher Nadelverlust oder ja, zwischen 11 und 25% durchschnittlicher Nadelverlust, aber ein hoher Anteil mit vergilbten Blättern, da geht man nach rechts in die Tabelle, oder 0 bis 10% durchschnittlicher Nadelverlust, aber ein sehr hoher Anteil von vergilbten Nadeln oder Blättern. Tatsache ist, dass seit der Rauchgasentschwefelung vergilbte Nadeln oder Blätter immer noch untersucht werden müssen. Das passiert auch jedes Jahr, aber es so gut wie keine mehr gibt. Das hat sich wirklich erledigt. Das war ein Problem, das haben wir gelöst bekommen, das ist eine gute Nachricht. Ja, aber damit können wir eigentlich nur noch auf die ganz linke Spalte unserer Tabelle hier gucken. Und da rege ich mich jedes Jahr drüber auf und das werde ich auch dieses Jahr wieder tun, damit wir immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand sind und ihr wisst, wovon ich rede. Gesund
ist nur 0 bis 10% durchschnittlich an Nadelblattverlust. Statistisch gesehen gibt es also fast keine gesunden Bäume mehr im Wald. 11 bis 25%, das gilt dann mit leichten Vitalitätsverlusten. Das ist auch, das hat mal irgendwann jemand so festgelegt, vor 36 Jahren oder was. Und das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, diese Tabelle und diese Einteilung. Wirklich nicht mehr. Es gibt Bäume, die haben großartige Zuwächse, die machen in kürzester Zeit einen super dicken Stamm und haben locker ihr Leben lang 25% durchschnittlichen Nadelverlust. Trotzdem sind die hochvital und wachsen prima. Ihnen jetzt zu unterstellen, dass sie leichte Vitalitätsverluste haben, kann man machen, entspricht aber einfach nicht der praktischen Beobachtung. Und das 26 bis 60%, das ist die dritte Zeile in der Tabelle, das ist 34 Prozentpunkte, die in diese erste milde Stufe der Bäume mit starkem Vitalitätsverlust reinfallen. Und jetzt wird nicht mehr unterschieden, das kommt nämlich gleich, zwischen 26% Nadelblattverlust und 100%. Das kommt alles in dieselbe rote Farbe. Und dadurch kommt diese klassische Einteilung der Farben hier zustande. Dass die Bildqualität ein bisschen mies ist, das liegt daran, dass die PDF nicht gut genug, was heißt gut genug, halt so gewesen ist. Da kann ich jetzt ausnahmsweise mal nichts dafür. Wenn man seine Sachen zusammenklaut, muss man halt die Qualität nehmen, bei der man zusammenklauen kann. Nein, es ist ein Zitat. Wie gesagt, ich gebe ja auch die Quelle immer an. Übrigens sind diese ganzen Waldzustandsberichte alle öffentlich einsehbar. Und also ich verletze, die kosten auch nichts. Das heißt, es entsteht auch kein wirtschaftliches Interesse daran, dass ich jetzt irgendjemandem sein geistiges Eigentum klaue, wenn ich hier rauszitiere, was ich streng genommen ein Stück weit. Nein, es ist ja kein Clown, es ist ja ein Zitat. Lassen wir das. So, wir sehen jetzt hier also zwischen 2020 und 2021, die beiden ganz rechten Balken, haben wir eine Zunahme von 5% gesunder Bäume von 9 auf 14. Wir haben eine Zunahme der leicht geschädigten Bäume von 28 auf 33. Und wir haben eine Abnahme der schwer geschädigten Bäume von 63% auf 53%. Das sieht jetzt so aus, als hätte sich der Gesamtzustand stark verbessert. Aber grundsätzlich, mal abgesehen von der Entwicklung, ja, müssen wir auch noch klar machen, das ist politisch sehr stark zu instrumentalisieren. Das sage ich ja auch jedes Jahr. Eben dadurch, dass nicht unterschieden wird zwischen einem noch wirklich völlig vitalen Baum mit durchschnittlich 26% Nadelblattverlust, der kommt in den roten Balken, genauso wie einer mit, der quasi wirklich so gut wie tot ist oder noch tot in der Gegend rumsteht. Der kommt auch in den roten Balken. Und dass da nicht mehr differenziert wird zwischen noch wunderbar lebensfähig und tot, das macht dieses Balkendiagramm hier mit den bunten Farben ziemlich groß. Das ist aber gesetzlich vorgeschrieben. Dafür kann kein Kollege, der das noch auswerten muss auf diese Art und Weise, kann da was für, weil so muss es halt sein. Das ist so die Mindestanforderung an einen Waldzustandsbericht, dass dieses bunte Balkenzeug hier drin ist. Gut, gucken wir uns jetzt nochmal Zustand Vitalität Nadelbäume an. Da sehen wir, auch bei den Nadelbäumen ist 2020 ein deutlich schlechteres Bild zu sehen, weniger grün, ja, weniger gelb, dafür deutlich mehr rot. 2021 haben wir deutlich weniger rot, bisschen mehr gelb und deutlich mehr grün. Das heißt, wenn wir jetzt rein diese Grafik angucken, so wie es ursprünglich mal vorgesehen war, würde da stehen, ja, der Wald in Thüringen, dem geht es jetzt deutlich besser, der hat sich super erholt und das passt ja auch, weil es war ja auch ein relativ nasses Jahr. Tatsächlich hat sich der Wald in Thüringen durchschnittlich schon ein wenig erholt, wo er nicht tot ist. Denn, ja, hier haben wir eine schöne Karte. Da können wir sehen, die blauen Punkte, das sind die WCE-Punkte, also die Punkte, an die man gegangen ist. Das könnt ihr auch sehen, überall da in Thüringen ist jemand gewesen, hat sich stichpunktartig da ein Waldstück angeguckt und die Daten, die wir jetzt eben besprechen, stammen aus diesen stichpunktartig angeguckten Waldstückchen. So, und die roten Punkte zwischen den blauen Punkten, das sind die, an denen das gar nicht mehr möglich war, die jetzt ruhen, weil der Wald da tot ist. Dass der Wald da vollständig tot ist, beziehungsweise derzeit da gerade nur Bäume stehen, die vielleicht 4 cm hoch sind oder sowas, bestenfalls, ja, das
fließt aber jetzt in keinster Weise irgendwo in die Statistik ein und wird einfach ignoriert. Stattdessen schmeißt man die Punkte als sogenannten Ausreißer einfach aus der Statistik raus. Da ist so ein Spruch wie, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, insbesondere beim Ausreißer aus der Statistik rausnehmen, ist dann schon manchmal nicht ganz ungerechtfertigt. Ne? Ist trotzdem die beste Statistik, die wir haben und mit der müssen wir arbeiten, weil wir eine andere haben wir nicht. Dann können wir auch raten. Wir können einen Wahrsager fragen, wie es dem Wald geht. Und da wir das auf diesem Kanal nicht tun, woanders machen wir das bestimmt, machen das manche Leute bestimmt, aber hier nicht, können wir nur mit der Statistik arbeiten, die wir eben haben. Und wie gesagt, Thüringen selber beschwert sich ja in Anführungszeichen auch darüber, dass so ein Bild mit der gängigen Methode der WZE, das funktioniert nicht. Ne? Denn, guckt euch das mal an, das ist ein realistisches Bild des aktuellen Weltzustands, Waldzustands, Entschuldigung. Abgestorbene und entnommene Stichprobenbäume aufgrund abiotischer und biotischer Ursachen. Und das sieht mal gleich viel, viel, viel schlimmer aus als die lustigen grün-gelb-roten Balken. Denn wir sehen hier, 2007 hat schon mal eine große Entnahme von vielen Bäumen gegeben. Ich meine, da wäre ein Sturm gewesen. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Dann war relativ ruhig. So eine Zahl so um die 100, unter 100 sowieso, aber bis zu 100, das ist dann halt mal ein schlechtes Jahr, das ist aber auch keine Katastrophe. Nur damit wir das mal grob so einordnen können, 10, 20, das ist so gut wie nix, 2013, 2014, das ist unter ferner Liefen und unter ganz normaler Forstwirtschaft und wäre übrigens sogar auch in einem Urwald, in einem Naturwald zu beobachten, dass auch da mal ein Baum auf ganz natürliche Art und Weise umfällt. So, ab 2018 geht's los. Da haben wir einen ordentlichen Reinhauer. Ne? Es geht darum, also die Zahl jeweils, 77, 145 und so weiter und so fort, das ist jeweils die Zahl der angetroffenen, abgestorbenen oder jetzt fehlenden, weil schon vorher entnommen, also abgestorben und umgesägt, Bäume. Ja? Und da haben wir 2018 noch 77 gehabt insgesamt, 2019 145, 2020 dann 367. Und 421 2021, ja, also von den Grauen jeweils. Die Grauen sind Fichte. Ja, wir reden hier jetzt nur erstmal über Fichte. Die anderen Baumarten könnt ihr sehen, das sind die jeweiligen anderen Farben, deutlich geringer. Da muss man sagen, es fällt noch ein bisschen auf die Kiefer, das ist das Orangene. Die bildet nochmal eine recht große Fraktion. Und leider, leider, leider haben wir 2020 und auch 2021 jetzt nochmal den grünen Balken, 125 bzw. beziehungsweise 52 tote Buchen angetroffen. Und letzteres, das gibt einem wirklich zu denken, und gerade in Thüringen ist die Sterberate der Buche deutschlandweit vielleicht eine der höchsten. Nicht, weil Thüringen ein so schlechtes Buchenland wäre, gar nicht, aber da gibt es sehr viele verschiedene Kleinstklimata. Und auf den ungünstigen Kleinstklimata, da merkt man schneller und früher die Auswirkungen von eben einer anhaltenden Trockenheit und einer ansteigenden Trockenheit vor allen Dingen. Das heißt, das kann möglicherweise eine Prognose sein für andere schlechte Buchenstandorte. Das ist da früher, also nicht ganz so gut geeignete Buchenstandorte, nennen wir sie mal so. Das ist da früher oder später zu ähnlichen Bildern wie auch in Thüringen kommen kann. Betonung auf kann. Ich will hier nicht grundlos Panik verbreiten, aber das können wir auf keinen Fall ausschließen, dass das auch so kommt. Ja, und das Bild hier, dieses Balkendiagramm, das bietet natürlich einen ganz anderen Eindruck und das sieht ganz anders aus, um die Dramatik der Waldflächenverluste und der toten Bäume jetzt durch die letzten Jahre zu verdeutlichen, als unsere roten Balken hier, unsere bunten Balken und insbesondere, wenn wir uns hier die Nadelbäume angucken, die Tatsache, dass sich die ja deutlich verbessert haben. Ja? Also deutliche Verbesserungen der Vitalität der Nadelbäume bei gleichzeitig starker Erhöhung des toten Fichtenholzes, obwohl die Nadelbäume ja viel, viel besser aussehen, obwohl man mehr Fichtentotholz hat als in den letzten 20 Jahren. Also
da hat Thüringen schon wirklich vollkommen recht, dass sie da nicht ganz mit einverstanden sind und hier ein differenzierteres und eine Reform des Wahlzustandsberichts durchaus angemessen wäre. Ne? Vitalität Fichte, da kann man es ja auch nochmal sehen, die Fichte, da geht es also statistisch gesehen nach Wahlzustandsbericht-Daten geht es der Fichte besser, nach tatsächlich totem Holz nicht. Man muss schon ungefähr sagen, die schiere Menge an abgestorbenen Fichten, die ist so groß, dass man in etwa davon ausgehen darf, dass zum Beispiel Thüringen, das ist auch in anderen Bundesländern der Fall, zum Beispiel in Hessen, etwa ein Viertel, bis hin in manchen Regionen zur Hälfte des vollständigen Fichtenbestandes des ganzen Bundeslands seit 2018 verloren hat. Ja, also die Fichte ist tatsächlich jetzt für forstliche Zeiträume und für forstliche Geschwindigkeiten in Rekordgeschwindigkeit am Absterben. Nicht am Aussterben, es wird weiterhin in Deutschland auf jeden Fall Fichtenbestände geben, mindestens auch als Mischbaum hat, wenn man sie gar nicht im Reinbestand anpflanzt, dann funktioniert das auch noch auf vielen Flächen, aber Reinbestandsfichte, die wird wirklich aussterben. So, der Anteil gesunder Fichten, das ist wieder ein Zitat, ein direktes, nahm um 6% zu und liegt nun wieder bei 30%. Anteil von Fichten mit starken Vitalitätsverlusten sank von 44% auf 37%. Das ist eben jetzt die Vitalität Fichte. Ohne den massiven Buchdrucker- und Kupferstecherbefall wäre die Fichte die am wenigsten geschädigte Baumart in Thüringen. Ja, das muss man sich mal klar machen. Also die Zahl ist so falsch, dass die gerade wegsterben, also die WZE-Zustandserhebungszahl ist so falsch, dass die am ehesten aussterbende Baumart jetzt nach Nadelblattverlust die vitalste Baumart ist. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Durch die Borkenkäferkalamität ist sie aber aktuell am meisten in ihrem Fortbestand gefährdet. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Dieser Widerspruch zeigt die Grenze des bundesweiten WZE-Verfahrens sehr eindrucksvoll und lässt sich nur im Zuge einer zwischen Bund und Ländern neu abzustimmenden Methodik auflösen. Amen, liebe Kollegen. Das ist selbstverständlich so, und das haben die Kollegen aus Thüringen hier wirklich ganz hervorragend aufgeschlüsselt und erklärt, warum das so ist und notwendig ist. Also man muss sich da irgendwas einfallen lassen. Das wäre doch mal was. Julia ist ja weg. Lieber Cem, wäre das was für dich? Ich habe mir angewöhnt, die zuständigen Forstminister grundsätzlich zu duzen, weil ich ein böser Mensch bin. Ne? Aber das wäre jetzt, mal gucken. Vielleicht hat er ja eine Idee. Gut, weitere Ergebnisse aus Thüringen. Ich will nicht jedes bisschen aus jedem Bundesland genau anquatschen. Ohnehin machen wir nicht alle Bundesländer. Ihr werdet sehen, es wird trotzdem noch lang genug. Gut, Kiefer, minus 4,9% durchschnittlicher Nadelverlust. Das ist ein realistisches Bild. Es gibt zwar auch ein paar tote Kiefern, auch ein paar mehr tote Kiefern, aber abgesehen von denen, die tot sind, und da sind auch keine kompletten Bestände ausgefallen im Regelfall, zeigt die Kiefer schon, dass sie eigentlich eine sehr trockenheitstolerante Baumart ist, die auch in der Lage ist, sobald die Trockenheit vorbei ist, sich rasch wieder zu erholen. Minus 4,9%, das ist eine sehr, sehr rasche Erholungsrate. Fast Rekordniveau, die einzige Baumart, die sich irgendwann nach der ganzen Trockenheitsgeschichte mal noch schneller regeneriert hat. Und da muss man die Zahl mit einem gewissen Sternchen versehen, weil es von dieser Baumart insgesamt nur recht wenige gibt und die stehen fast nur auf günstigen Standorten. Daher ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber das war die Roteiche, die hat sogar mal 10% geschafft. Das müsste letztes Jahr gewesen sein. Also von 2019 auf 2020. Ne, Entschuldigung. Doch. Von 2019 auf 2020 hat sich die Roteiche um fast 10% entsprechend verbessert. Ja, und die Kiefer ist mit minus 4,9 da auch, das ist schon ziemlich sensationell. Das bedeutet, und das ist eine gute Nachricht, weil auch wenn ich immer predige, heutzutage pflanzt keiner mehr einen Reinbestand. Es gibt Regionen in Deutschland, da kommen wir am Kiefernwald forstlich fast nicht dran vorbei. Ich werde in Zukunft auch mal dringend noch ein Video machen müssen zu, was wäre denn eine mögliche Alternative in zum Beispiel Brandenburg, in Teilen Niedersachsens, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, auch in Teilen von Thüringen, wo eigentlich außer Kiefer nicht viel geht an nutzbaren Wäldern. Und ja,
Schwierig. Ja? Und von daher eine gute Nachricht, dass das große Ausfallen der Kiefer, wie man es, also was wirklich Kiefern überlebensbedrohend ist, wie wir es zum Beispiel im Rheingraben von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, teilweise auch in Hessen, in der Rhein-Main-Ebene, ja, gerade auch da in Hessen, um Frankfurt drumherum, da ist die Kiefer mehr oder weniger am Aussterben. Das muss man sich auch klar machen. Diesbezüglich ist es dann schon ganz gut, dass die sehr lange da auch schon rumstehende Kiefer in Nordostdeutschland, geografisch Nordost, jetzt doch eben sich so verhält, wie man es normalerweise von ihr erwarten würde. Und solange es nicht allzu extrem trocken ist, mit einer moderaten Trockenheit, sage ich jetzt mal, noch ganz gut zurechtkommt, bis hin mit bei normalen Wasserverhältnissen. Wobei normale Wasserverhältnisse in Nordostdeutschland sind auch schon nicht besonders üppig. Ja, das muss man noch dazu sagen. Ja, 2% Entnahmen, das ist hoch, ja. Das sind eben die Kiefern, und jetzt müssen wir uns auch das mal vorstellen. Kiefer in ihrem zentralen Lebensraum, wo man sie schon seit Jahrhunderten so stehen hat und wo sie eigentlich immer gut klargekommen ist, die hat sich verbessert. Kiefer auf den nicht üblichen Kiefernstandorten, wo sie nicht seit Jahrhunderten rumsteht, sondern irgendwann mal später hingesetzt worden ist, die ist gestorben. Daher kommen diese 2% Entnahmen oder halt stark geschädigt, je nachdem. 2% Entnahmen so ein bisschen zustande. Das sehen wir nachher noch ganz wunderbar in Bayern. Buche, auch circa 2% Entnahmen, das ist leider sehr, sehr viel. In den meisten anderen Bundesländern haben wir Buchenabsterberaten so irgendwas zwischen 0,3 und 0,4%. Es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, und ich kann es auch nicht sagen, deswegen versuche ich es auch gar nicht, was in Thüringen mit der Buche los ist, dass die hier so hohe Absterberaten hat. Ich habe in Thüringen schon wunderschöne Buchenwälder gesehen, super stabile Buchenwälder gesehen, aber auch sehr trockene Buchenwälder gesehen. Vielleicht, weil es das letzte bisschen Trockenheit für manche dieser Buchenwälder einfach der letzte, ja, Tropfen, der das Fass ausgetrocknet hat in diesem Fall, und nicht zum Überlaufen gebracht. Das mag sein, aber mehr spekulieren kann ich da nicht. Also vergesst wieder, was ich diesbezüglich gesagt habe, und wir nehmen das jetzt einfach mal so als gegeben hin. Gleichzeitig, das ist ein ähnliches Phänomen wie bei der Fichte, haben wir minus 4,6% durchschnittlichen Laubverlust. Das ist auch eine sehr, 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 sehr schnelle Regenerationsgeschwindigkeit, fast so gut wie bei der Kiefer. Das ist normal bei der Buche. Die regeneriert sich eigentlich schnell. Das werden wir auch nachher noch in diversen anderen Bundesländern nochmal beobachten können. Dass sie aber gleichzeitig eben auch 2% Entnahmen hat, zeigt wieder, man muss hier differenzieren. Man kann nicht einfach nur den durchschnittlichen Laubverlust nehmen als einzige Zahl, um den kompletten Waldzustand abzubilden. Das wäre ziemlich Wohlleben-like. Sondern man braucht viele verschiedene Zahlen und viele verschiedene Kenngrößen und muss die dann gegenseitig ein bisschen abbilden. Wägen und abwerten, und in der Praxis ist es saumäßig kompliziert. Und nur mit diesen recht einfachen Erhebungen hier jetzt wirklich verlässlich und schon gar nicht eine Prognose in die Zukunft, kannst du gleich vergessen, aber auch schon verlässlich den Ist-Zustand wiederzugeben, sehr schwer, sehr schwer. Ja, machen wir aber, versuchen wir trotzdem. Typisch für die Buche ist, dass können wir nachher vielleicht auch noch auf einem Bild sehen, da sieht man es so ein bisschen. Das habe ich euch aber auch schon gezeigt in dem einen oder anderen Video. Unten ist die Krone super dicht jetzt wieder, da hat sie sich enorm regeneriert. Oben, im oberen Kronenbereich haben wir kahle Äste. Und das ist typisch, dass die Buche von oben nach unten abstirbt. Nachdem dann oben wirklich die obere Krone komplett abgestorben ist oder zu großen Teilen abgestorben ist, können weiter unten im Kronenbereich sogenannte schlafende Sekundärknospen für eine sekundäre Krone aktiviert werden. Das ist eine Besonderheit, die insbesondere Laubbäume haben. Mancher Nadelbaum kann es auch, die Tanne zum Beispiel, aber die meisten Nadelbäume tendenziell eher nicht, und da haben Laubbäume wirklich einen Vorteil, nämlich die legen in der Rinde sozusagen Astansatzpunkte an, bei denen jederzeit durch hormonelle Steuerung ein neuer Ast rauswachsen kann, der dann natürlich logischerweise Seitenzweige bekommt und dann auch Blätter. Ja, das ist klar.
Und das geht über den gesamten Stamm, sofern nicht die komplette Rinde des Stamms bis zu diesem Punkt, ne? Also von oben nach unten gesehen. Wenn er unten abstirbt, ist der Rest auch tot. Wenn er von oben nach unten abstirbt, dann ist alles, was unten drunter ist, unter der Abstirbzone noch in Ordnung, weil bis dahin kann das Wasser ja noch aufsteigen. Und sobald das Wasser aufsteigen kann, ist dann eben dieser Austrieb dieser schlafenden Knospen jederzeit möglich, sofern die Wassermengen und Nährstoffmengen für die Buche ausreichen. Und damit kann sie dann weiter unten unter der abgestorbenen Krone sehr gut sich wieder regenerieren. Das kann auch so weit führen, dass die Buche eigentlich wieder ganz ordentliche Zuwächse hat und eine gute Vitalität. Ihr fehlt aber immer die obere Krone. Und damit hat sie einen Höhenverlust und das kann sie in der Konkurrenz gegenüber anderen Baumarten schwächer dastehen lassen, wenn dann die anderen nämlich höher sind, insbesondere wenn die Konkurrenz in zum Beispiel einer Fichte besteht oder gar einer Douglasie oder sowas in der Richtung. Also dann werden wir sehen müssen, was für Auswirkungen das langfristig auf die Waldbilder hat, weil es eben viele Waldbilder gibt, in denen ist die doch stark geschädigte Buchenkrone fast schon der Regelzustand. Gibt auch Wälder, da muss man das eine Weile suchen, selbstverständlich, aber ja. Um die super tollen Bestände soll es ja auch nicht gehen. Die sind prima und da können wir uns freuen, dass es die noch gibt. Sorgen und Thema sind heute mehr die schlechten Bestände. Ja, und leider auch die Eiche stagniert mehr oder weniger auf hohem Schadniveau. Das ist fast deutschlandweit zu beobachten. Es gibt wenige Ausnahmen, wo sich die Eiche etwas verbessert hat. Leider gibt es auch genauso viele wenige Ausnahmen, wo sich die Eiche wieder etwas verschlechtert hat. Das heißt, durchschnittlich können wir bundesweit davon ausgehen, dass dieses kurze Erfrischungsjahr, nenne ich es jetzt mal, nicht ausgereicht hat, um die ständige Bedrohung der Eiche durch alles Mögliche, dann sprechen wir nachher auch noch drüber, wieder großflächig einzuschränken. Drum, ja, alles nicht ganz so gut, ne? So. An dieser Stelle muss ich mal kurz gucken, ob die Technik soweit noch funktioniert. Jetzt haben wir bei der Buche ja eine deutlich schnelle Erholung von 4,6%, haben wir gesagt, ne? Und also minus 4,6% Punkte durchschnittlichen Kronenverlust, das wäre die korrekte Formulierung, ne? Weil sie hat sich nicht um 4,6% von dem, was gerade dran ist, verbessert, sondern sie hat minus 4,6%, das für die Mathematiker unter uns, ihr wisst, was ich meine. Gut, 2020 hatten wir, da könnt ihr sehen, ist der Balken ungefähr fast viermal so hoch wie 2021 hier in dieser Grafik. Und das ist die Fruktifikation. Bei Buche ist bekannt, wenn sie viele Bucheckern bildet, also viel fruktifiziert, dann hat sie gleichzeitig immer auch einen höheren Nadelblattverlust. Also im Fall der Buche nur Blattverlust natürlich. Und wenn sie nicht fruktifiziert, dann hat sie meistens eine hohe und umso weniger sie fruktifiziert, desto mehr schnelle Regeneration ihrer Laubmasse. Weil Bucheckern zu produzieren ist schlicht anstrengend. Eine Buche hat nur x Zucker zur Verfügung, aus dem sie alles bauen muss. Dann muss sie Bucheckern draus bauen, dann muss sie Blätter draus bauen. Wenn sie viele Buchecker baut, dann kann sie nicht so viele Blätter bauen. Ja, relativ simpel und einfach zu verstehen. Und vor allen Dingen eben in Jahren mit sehr intensiver Fruktifikation, wie das zum Beispiel 2016, aber leider eben auch 2018 ziemlich deutlich der Fall gewesen ist und 2020, da haben wir dann bei der Buche nochmal wirklich sehr massive Schäden feststellen können, das ein bisschen auf die Fruktifikation zurückführen. Leider gibt es gerade hier auch in Thüringen ein eindeutiges, fast eindeutiges Bild, 2007 und 2008 fallen ein bisschen aus dem Rahmen, dass jedes zweite Jahr ein Jahr ist, in dem die Buche stark fruktifiziert. Und dazu kann ich jetzt noch sagen, das ist neu. Das war in der Vergangenheit, solange man dieses Phänomen überhaupt untersucht. Da gibt es keine richtig, richtig alten Zeitreihen, leider nicht. Aber in der Vergangenheit hat sie alle drei und noch später in der Vergangenheit, also noch früher in der Vergangenheit, hat sie nur alle vier Jahre eine große, starke Fruktifikation gehabt. Jetzt hat sie es jedes zweite Jahr. Und das ist einerseits natürlich für die Buche dahingehend gut, dass sie ständig Bucheckern produziert und damit auch ordentlich Nachkommen auf dem Waldboden erscheinen. Andererseits macht das die Altbuchen, gerade die besonders alten Buchen, 140 Jahre und älter, das ist immer die magische Grenze, die macht das ziemlich kaputt. Und deswegen darf man davon ausgehen, dass die hohe Fruktifikationsintensität vielleicht für die Altbuchen, aber da wird nach wie vor sehr viel gerätselt und man kann es noch nicht hundertprozentig sagen, vielleicht für die Altbuchen wirklich so eine Art
ich mach's nicht mehr lange, hier wird's irgendwie zu trocken, lass mal noch eben ganz viele Bucheckern runterschmeißen, die nächste Generation muss es richten, Reaktion sein könnte. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns tatsächlich Sorgen machen, weil uns dann sämtliche Altbuchen abhanden kommen. Andererseits können wir feststellen, dazu gibt's auch wissenschaftliche Versuche, die besagen und wirklich sehr, sehr gut belegbar sind, dass jüngere Buchen teilweise, gerade wenn sie langfristig Trockenheit erleben, oh, Entschuldigung, dann machen wir einmal, wupp, Ton weg. Ja, gerade wenn sie, hört ihr mich jetzt überhaupt noch? Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Ja, ihr hört mich noch, gut, wunderbar. Nur der Desktop-Ton ist weg. Ja, da muss man dann eben schauen, ob und welche Auswirkungen das langfristig haben wird und ob uns dann nicht einfach die Altbuchen alle gehen, aber die Jungbuchen relativ schnell dann doch anpassungsfähig sind. Und wenn die jetzt Jungbuchen dann wieder Altbuchen geworden sind, das erleben wir alle nicht mehr. Ja? Außer vielleicht, es gibt irgendwelche Zuschauer, die unter 12 sind. Das wage ich zu bezweifeln. Aber da besteht dann noch eine gewisse Chance. So, ich wollte dieses Jahr auch mal ein bisschen über biotische Probleme sprechen. Und zwar die Kiefer, wenn sie dann abstirbt, dann kann das mehrere Ursachen haben. Und da gibt es so ein paar ganz typische Problemchen, die immer mal wieder angesprochen werden, über die wir uns noch mal ein klein wenig unterhalten können. Nur ein bisschen, sonst geht das, wie gesagt, ins Bodenlose. Wir haben die klassischen Kiefernanbaugebiete, in denen es eine hohe Regeneration und auch eine recht hohe Resistenz gegenüber diesen beiden Kollegen hier gibt. Rechts im Bild der Kiefernborkenkäfer, der ist auf den ersten Blick quasi optisch nicht zu unterscheiden vom Fichtenborkenkäfer. Die sind auch sehr nah miteinander verwandt, sind beides Ips. Ips typographus ist der von der Fichte und wie der Ips von der Kiefer heißt, habe ich gerade keine Ahnung. Das ist er jedenfalls einer davon. Es ist nämlich eine Gesellschaft von verschiedenen Kiefernborkenkäfern, die man mehr oder weniger zeitgleich antreffen kann und es ist nur sehr schwer möglich, jetzt genau zu unterscheiden, welcher Käfer hier jetzt gerade welchen Schaden anrichtet. Während wir den Fichtenborkenkäfer schon mehrfach besprochen haben in anderen Videos, ist der Kiefernborkenkäfer vielleicht noch ein bisschen neu. Der macht im Grunde ziemlich genau dasselbe wie der Fichtenborkenkäfer mit einer Ausnahme. Er ist viel weniger schlimm, weil er nämlich eine Sache nicht kann, die hocheffiziente pheromongesteuerte Lenkung der ausfliegenden Käfer. Ja, bei der Fichte ruft jeder Käfer, der quasi eine essbare Fichte gefunden hat, nach Verstärkung. Und das sehr effizient und die Verstärkung kommt dann auch sehr, sehr schnell. Das kann der Kiefernborkenkäfer zumindest nicht sehr gut verglichen mit dem Fichtenborkenkäfer. Und das bedeutet, wenn der sich vermehren möchte, dann muss er in den meisten Fällen doch manuell nach einer geeigneten Kiefer suchen. Das heißt, der, nachdem er aus sein Larvenleben hinter sich gelassen hat und unter der Rinde gefressen und Schaden verursacht hat, beißt er sich nach oben aus der Kiefernrinde raus und fliegt los. Und knallt irgendwann, ohne zu wissen, wohin er fliegt, gegen irgendeinen Baum. So ist das eine Kiefer. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann er sich da rein nagen. Und wenn es der Kiefer jetzt zu gut geht und die hat noch ordentlich Harz, dann verklebt sie den Käfer und dann ist er putsch. Und wenn er allerdings eine Kiefer findet, der es gerade nicht gut geht, die Trockenstress hat, dann kann er sich da reinnagen und die Kiefer kann sich nicht wehren und er kann sich da vermehren und hoffen, dass ein Weiblein irgendwann daherkommt. Damit ein Weiblein daherkommt, gibt es auch da gewisse Pheromon- und Anlocksysteme. Aber wie gesagt, viel weniger intensiv, als das beim Fichtenborkenkäfer der Fall ist. Also Sexuallockstoffe können wir auf jeden Fall auch bei den Kiefernborkenkäfern nachweisen. Ob es so ein richtiges Aggregationspheromon, wie es eben der Fichtenborkenkäfer verwendet, beim Kiefernborkenkäfer überhaupt gibt, das ja, ne? Es ist jedenfalls, wenn es das gibt, nicht sehr effizient.
vergleichsweise. Drum schafft der Kiefernborkenkäfer auch nur 2 Generationen pro Jahr. Und mit den Generationen ist klar, das ist exponentielles Wachstum. Nehmen wir an, jeder Käfer legt 50 Eier. Dann hast du Käfer Nummer 1, schlüpft im Frühjahr, im Frühsommer, fliegt los, legt 50 Eier. Dessen Nachkommen fliegen irgendwann los, legen jeweils 50 Eier. Hast du also 50 und dann nochmal mal 50, so in die Richtung von einem Käfer ausgehen. Das sind immer noch sehr viele Käfer, rausrechnen könnt ihr selber. Aber wir haben nicht, wie beim Fichtenborkenkäfer, 4 bis zu 4 Generationen. Also sprich 50 Käfer nach dem ersten, 50 mal 50 nach dem zweiten, 50 mal 50 mal 50 nach dem dritten und so weiter. Also ganz viele jedenfalls. Mathe. Ja, und das ist eben viel weniger schlimm. Und drum ist der Kiefernborkenkäfer schon durchaus ein Schädling. Ja, und der macht auch wirtschaftliche Schäden. Aber die Dimensionen sind wirklich eine andere. Weshalb man mit der Kiefer auch im Reinbestand, das ist zwar nicht gut, das ist es wirklich nicht, aber noch eine gewisse Überlebenschance und aus Mangel an Alternativen eine gewisse Notwendigkeit vielleicht auch zugestehen kann, möchte, sollte. Der Kiefernprachtkäfer hingegen, der macht ein ganz anderes Schadbild. Und da können wir davon ausgehen, dass wir... Ich habe doch den Ton weggemacht, was soll das? Der Kiefernprachtkäfer hat deswegen ein ganz anderes Schadbild, weil der mampft auch in der Rinde rum, der ist auch ein Holzbrüter, aber der hat ein 2-jähriges Entwicklungszeitraum. Ja. Das heißt, der ist in einem Jahr da, produziert Eier, da schlüpfen Larven, die fressen dann aber 2 Jahre mehr oder weniger, bis sie dann wieder zum Käfer werden und drum tritt er nur jedes zweite Jahr auf. Und da er dieses Jahr nicht da war, wird er dann vermutlich nächstes Jahr entsprechend da sein und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da solche versetzten Krankheitssymptome hat, beziehungsweise Käferbefall, den wir für nächstes Jahr also wirklich vermuten dürfen. Und drum ist die Tatsache, dass es der Kiefer dieses Jahr gut geht, so unter dem Vorbehalt zu sehen, dass nächstes Jahr der Kiefernprachtkäfer kommt. Der heißt übrigens Prachtkäfer, weil er so eine schöne glänzende Rückenplatte hat und so schönes glänzendes Chitin. Ist an sich eigentlich ein ganz hübscher Käfer. So, und neben, das, aha, ja, dachte doch, ich habe da noch irgendeine Grafik dazu. Ja, hier, guckt mal, in der Bildmitte. Links Schadholzmenge durch Kiefern-Borkenkäfer seit 2012, ja, also jedes Jahr eine hohe Menge, vergleichsweise hohe Menge, bei Fichte ist es noch viel, viel mehr, aber jedes Jahr eine vergleichbare hohe Menge an anfallendem Schadholz durch eben diesen Käfer. Der ist jetzt dieses Jahr zum Erliegen gekommen, mehr oder weniger, aber trotzdem ist ja immer noch jede Menge Schadholz da. Nächstes Jahr dürfen wir erwarten, dass beim Kiefern-Borkenkäfer vielleicht etwas weniger bis hin zu richtig, richtig viel weniger Schadholz entsprechend anfällt. So, und rechts sehen wir die Schadholzmenge durch Kiefernprachtkäfer, weil der halt eben quasi periodisch nur jedes zweite Jahr auftritt und 2018 hat er sich ordentlich verbreitet, 2018 ist er gekommen sozusagen, 2019 waren die allermeisten von ihm noch nicht groß, weil er ja diese 2-jährigen Entwicklungsstatus-Zyklus. Das wollte ich sagen, hat. Und da war also nicht so viel von ihm zu sehen, auch wenn es schon ordentlich ist. Ne? 2020 hat er dann so richtig reingebügelt, 2021 ist er plötzlich wieder weg, ja, weil es eben 2 Jahre geht und dementsprechend dürfen wir prognostizieren, 2022 wird er wieder da sein und dann vermutlich auch nochmal so richtig reinhauen. Es kann schon sein, dass wir grundsätzlich nächstes Jahr, um ein bisschen zur Prognose zu kommen, insgesamt deutlich geringere Anfall von Totholz, Anfall von Schadholz haben werden, aber ein so ein Faktor, der da noch eine Rolle spielt, sind eben die Prachtkäfer. Übrigens, andere Baumarten haben auch Prachtkäfer, die eben entsprechend im Holz bzw. in der nährstoffreichen Rinde das leckere Zeug und das wertvolle Zeug und das zum Überleben wichtige Zeug wegfuttern und ebenfalls einen 2-jährigen Entwicklungszyklus haben. Das heißt, das kann man möglicherweise dann
auch noch an anderen Baumarten beobachten, dieses Phänomen. So, dann haben wir hier dieses Foto. Übrigens, ein paar dieser Fotos sind auch einfach Creative Commons Bilder. Das sind dann die mit dieser Abbildung irgendwas CC BY SA 3.0 oder 4.0 oder 2,5.0 oder was auch immer. Jedenfalls Diplodia-Triebsterben oder auch Diplodia-Krankheit genannt. Das ist ein Pilz, der die sogenannte Bläue verursacht. Hier im Bild könnt ihr sehen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Diplodia überhaupt ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein Pilz, der die Bläue verursacht. Das ist eine Blaufärbung von insbesondere Kiefernholz. Gibt es auch bei anderen Baumarten, und daran, dass das hier keine Kiefer ist, kann man ganz gut erkennen, dass es sich wahrscheinlich nicht um die Diplodia handeln wird. Aber diese Blaufärbung ist eigentlich primär erstmal ein Oxidationsprozess. Das passiert sehr, sehr schnell durch den Pilz. Das Holz leidet darunter aber nicht. Das büßt also noch, zumindest zu diesem Zeitpunkt des Befalls, keine Stabilität ein und wäre als normales Bauholz theoretisch verwendbar. Ne? Ist genauso gut wie nicht blaues, in Anführungszeichen, Holz. Doof nur, das will trotzdem keiner kaufen, weil man kann auch nicht genau sehen und man kann es als Holzkäufer nicht, bevor man den kompletten Stamm zerschnitten hat und reingeguckt hat, kann man nicht sagen, ist der jetzt nur Oxidationsprozess am Spiel oder ist da nicht doch vielleicht noch ein anderer Pilz mit drin, der eben doch die Holzeigenschaften beeinflusst. Und drum kriegst du das quasi nicht mehr verkauft in diesem Zustand. So, ich brauche eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen über Diplodia. So, da bin ich wieder. Ja, das mit der Leuchte muss ich auch noch ein bisschen lernen. Die war etwas zu hell eingestellt. Da war ich wohl etwas überstrahlt zum Teil. Egal, habe sie jetzt ein bisschen niedriger eingestellt. Jetzt geht es, glaube ich, besser. Gut, Diplodia, das ist ein Pilz. Ja? Hat verschiedene Namen. Es gibt auch noch einen alternativen lateinischen Namen. Alles nicht so wichtig. Jedenfalls üblicherweise zählt er zu den sogenannten Schwächeparasiten. Das heißt, der ist ja, omnipräsent, immer dann, immer da. Ja? Bis es zu einem Schwächeereignis der möglichen Wirtspflanze kommt, also zum Beispiel eben unserer Kiefer. Und wenn die jetzt Schwäche zeigt, weil zum Beispiel das Wasser fehlt und sie Trockenstress hat, dann, Entschuldigung, wechselt unser Pilz von der Überdauerungsphase sozusagen in die aggressive pathogene Phase und befällt dann erst die Fichte so richtig und beginnt sich dann auf Kosten der Fichte massiv auszubreiten. Ja, das heißt, er bleibt so lange unauffällig, bis es dem Wirt sehr, sehr schlecht geht und dann legt er los. Während er unauffällig bleibt, gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder er lebt im Boden, ja, als Bodenpilz, der da mit Totholz arbeitet und ein bisschen vom Totholz lebt, mehr schlecht als recht, mit sehr langsamer Ausbreitungsgeschwindigkeit, produziert kaum Fruchtkörper, ist mehr so ein Überdauerungszustand, das kann er aber, das funktioniert. Ja, oder Möglichkeit 2, als schon bereits in der Fichte vorhandener Pilz, der quasi darauf wartet, dass die Fichte im Laufe ihres langen, Entschuldigung, Fichte, oh Mann, Kiefer natürlich, dass die im Laufe ihres langen Lebens eben eine solche Schwächephase erlebt, bricht dann aus, bringt möglicherweise die Kiefer auch gar nicht um. Das wäre ja auch für den Pilz nicht sinnvoll, aber er kann sich dann im Rahmen der Schwäche der Kiefer so weit vermehren, dass er auch mal in der Lage ist, ordentlich Fruchtstände zu produzieren und sich zu vermehren, im Bestand auszubreiten, in Raum und Zeit auszubreiten sozusagen. Und dann geht es der Kiefer möglicherweise wieder besser. Der Pilz zieht sich zurück, der Pilz gibt nach, die Kiefer erholt sich, der Pilz ist aber immer noch da. Und beim nächsten Mal, wenn es der Kiefer wieder schlecht geht, kommt da wieder raus und immer so weiter. Das ist also sehr, sehr tückisch, unter anderem auch deswegen, weil wir ja gar nicht wissen, ist der Baum befallen, ist der Baum nicht befallen. Man kann, wenn man jetzt versuchen möchte, die Ausbreitung von Diplodia einzudämmen, eben bei jedem Baum, der mal Symptome gezeigt hat, von vornherein sagen, selbst wenn der sich erholt, hat er immer noch Diplodia intus. Und wenn es ihm nächstes Mal schlecht geht, breitet sich das wieder aus und vermehrt sich und befällt noch andere Bäume. Das heißt, einmal Diplodia-Symptom ist gleich, ja, Sägeurteil sozusagen. Und
gleichzeitig durch eben diese Bläue-Erscheinung, wie gesagt, ein besseres Bild habe ich nicht gefunden, entwertet das auch noch den Stamm, ist also ein großes Problem. So, und jetzt ist es leider eben auch so, dass die Plodia davon profitiert, wenn gutes Pilzklima herrscht, das heißt feucht und warm. Warm ist jetzt kein Problem, da hilft Klimawandel. Dementsprechend breitet sich auch die Plodia überall in Europa aus, nahezu auch weltweit, muss man sagen, insbesondere nach Norden. Also bei uns war er noch ziemlich selten, seit es jetzt sehr viel wärmer geworden ist, ist er eigentlich überall präsent und wird sich auch weiter ausbreiten und wird weiter Probleme machen. Da muss man kein Hellseher sein, um das vorhersagen zu können. Es geht bereits los, dass auch Skandinavien befallen wird, da haben sie ja auch sehr viel Kiefer. Und auch da können wir die ersten Diplodia-Fälle beobachten. Also nicht schön und sicherlich ein wesentlicher Faktor, der in Zukunft, mal abgesehen trotz der Trockenheitsresistenz der Kiefer, ein Problem darstellen wird. Und möglicherweise wird es dann auch so kommen, da könnte die Plodia eventuell der Fichtenborkenkäfer der Kiefer sozusagen sein. Und eine einzige Ursache, in Anführungszeichen, die durch Trockenheit ausgelöst wird, die Trockenheit selber hätte die Kiefer nämlich nicht so reihenweise umgebracht, wenn nicht der Borkenkäfer gewesen wäre. Und hier könnte es bei habe ich jetzt wieder Kiefern gesagt, ich meine natürlich Fichte. Denkt euch immer den richtigen Baum, bitte. Und bei der Kiefer könnte es eben so sein, dass die Plodia dann quasi der Ypsiphographus der Kiefer sein könnte. Gut, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Gleichzeitig übrigens sehr tückisch, der mag es ja feucht, der Pilz. Was kann man jetzt also tun, wenn man einen möglichst diplodia-armen Kiefernbestand haben möchte? Naja, man stellt die recht weit auseinander, damit viel Licht in den Bestand kommt, weil wenn viel Licht, also hoher Baumabstand, ne? Also Stämme weit auseinander, viel Licht rein, viel Wärme, viel Trocken. Wärme an sich ist nicht das Problem, feuchte Wärme ist das Problem. Trockene Hitze, kein Problem, damit kann der Pilz immer noch nichts anfangen. Aber wenn es dazu noch feucht wird, dann haben wir ein Problem. Und die grundsätzlich gute Idee, Wälder geschlossen zu halten, damit es da drin feucht wird, ja, damit sie schön dicht sind, schön schattig, die aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit im Wald halten, damit es da immer schön in gewisse Innenfeuchtigkeit vorhanden ist, damit der Boden auch gar nicht groß austrocknet und weiterhin Baumwachstum möglich ist, sozusagen Wassersparen für Wälder in Dürresituationen. Das ist super, um Wasser zu sparen. Das ist auch wichtig. Und wenn man seine Wälder so anlegt, dann spart man garantiert Wasser und die sind dann deutlich dürreresistenter. Dummerweise sind sie gleichzeitig, falls es sich um Kiefernwälder handelt, eben auch deutlich anfälliger für Diplodia. Und da kann es dann passieren, dass egal was man macht, macht man sie dürreresistent, kriegst du Diplodia, machst du sie nicht dürreresistent, gehen sie an der Dürre so weit zugrunde, dass trotzdem Diplodia kommt. Derzeit also noch keine wirklich gute Lösung in Sicht. Befallene Bäume rausschneiden ist auf jeden Fall sinnvoll und derzeit das Einzige, was man mehr oder weniger machen kann, um die Verbreitung einzudämmen. Das löst das Problem nicht, das bekämpft die Symptome. Das ist aber immer noch besser als nichts. Gut, dann haben wir hier ja die entsprechende Grafik hier schon gesehen. Hier ist nochmal unsere Quelle, ganz wichtig. Seht ihr eigentlich meinen Mauszeiger? Weiß ich nicht, egal. Und wir kommen zur Eiche. Die hat nämlich den Eichenprachtkäfer. Was macht der? Ja, mehr oder weniger das gleiche wie der Kiefernprachtkäfer. Ähnliches Problem. Ähnlich hohe Intensität, aber jetzt von der Menge insgesamt nicht ganz so relevant, weil bei Eiche spricht man von sogenannten Fraßgesellschaften. Das heißt, eine Eiche ist ein an sich so langlebiger und resistenter Baum mit so hartem Holz und so hoher Resistenz gegen diverse Krankheitserreger, dass ein
Krankheitserreger im weitesten Sinne. Ein Käfer, eine Raupe, ein Bakterium, ein Virus. Ja, sucht euch was aus. Das reicht seltenst aus, um der Eiche gefährlich zu werden. Das müssen immer gleich viele auf einmal sein, die da ankommen und Probleme machen wollen. Und drum eben Fraßgesellschaften, weil da eine ganze Gesellschaft von Fresserchen daherkommt. Und da gibt es im Grunde drei Kategorien. Das sind einmal so die Kombifresser, die fressen erstens im Holz und dann zweitens später als erwachsener Käfer auch noch an den Blättern rum. Meistens ist der Schaden im Holz viel schlimmer als der an den Blättern. Und da wären wir zum Beispiel bei unserem Prachtkäfer. Als ausgewachsenes Tier nagt er gerne ein bisschen an den Blättern, aber als Larve, die 2 Jahre lang unterwegs ist, ist er halt in der Rinde unterwegs, gerade im nervstoffreichen Teil der Rinde. Und da kann man ihn nun wirklich nicht unbedingt brauchen als Larve. Das heißt, der Prachtkäfer, ach, das ist schon so ein Thema, auch wenn das an sich ein sympathischer Käfer ist. Und in normalen Jahren ist der auch ein völlig normaler Waldbewohner und in keinster Weise irgendwie als negativ anzusehen. Er kann aber halt eben auch Massenvermehrungen haben und dann größere Schäden verursachen. So, dann haben wir den Schwammspinner. Das ist hier die Raupe unten links, also unten Mitte eher. Zu erkennen an den langen Haaren und an den bunten Punkten. Eigentlich ein ganz sympathisches Vieh, wenn da auch wieder nicht das Problem mit der Massenvermehrung wäre. Eichenprozessionsspinner sieht ein bisschen so ähnlich aus, haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, wollte ich dieses Jahr mal wegmachen und stattdessen lieber den Schwammspinner oder Schwarmspinner. Ich glaube, er heißt Schwarmspinner. Ich habe hier Schwammspinner, oder? Ja. Ihr habt nichts gesehen. So, jetzt stimmt's. Oh, ja, und jetzt sagst du, es stimmt nicht mehr. Ja, egal. So, jedenfalls, der hat die wundersame Eigenschaft, dass er eben auch zu großen, großen Massenvermehrungen neigt. Und der ist jetzt ein Blattfresser. Der kann also bei Massenvermehrung nahezu sämtliche Eichen in der ganzen Umgebung komplett kahl fressen und davon erholen die sich dann häufig auch nicht mehr und wir haben hinterher sehr viele tote Bäume. Mal ein Beispiel für ein Pflanzenschutzmittel, das durchaus mal eingesetzt werden kann. Jetzt gibt es viele unter euch, das weiß ich, die sagen Pflanzenschutzmittel niemals, unter keinen Umständen, nie. Ich bin da ein bisschen differenzierter. Pflanzenschutzmittel ist nicht schön, aber es gibt welche, die haben ein aus meiner Sicht vertretbares Nutzen zu Kollateralschadenverhältnis. Ja? Nutzen im Fall von Mimik, steht hier auch zur Bekämpfung zum Beispiel mit Mimik, besteht darin, dass das ein, ja, im Prinzip ein Hormonspray ist, das du mit dem Flugzeug, mit dem Helikopter großflächig in den Wald kippen kannst, das bei sämtlichen Schmetterlingen, ja, der Schwammspinner, Spinner sind auch immer Schmetterlinge, das ist so ein Nachtfalter, nichts besonders Hübsches, sorgt das dafür, dass die Raupe, die jetzt noch als Raupe unterwegs ist, sich sofort verpuppt. Das ist also quasi ein Verpuppungshormon, obwohl sie noch gar nicht genug gefressen hat. Das heißt, die wird dann zur Puppe, wird aber nie ein Falter draus, weil fehlt noch an Nährstoffen, um den Metamorphoseprozess komplett durchlaufen zu können. Und damit ist sie im Grunde hin. Das Gute ist, was anderes macht dieses Hormon nicht. Das heißt, das betrifft wirklich bloß Schmetterlinge. Und jetzt haben wir in einem Eichenwald, hoffentlich, das ist, jetzt kommen die Kollateralschäden. Grundsätzlich muss man sich klar machen, Pflanzenschutzmittel hat immer Kollateralschäden. Immer. Ja? Du machst immer irgendwas kaputt, was du nicht beabsichtigt hast, neben dem, was du kaputt machen möchtest. Und die bestehen jetzt in diesem Fall darin, dass alle anderen Schmetterlinge, die halt in diesem Eichenwald jetzt auch noch zugange sind, ebenfalls kaputt gehen. Jetzt kommt es drauf an. Erstens, auf welcher Größe setzt man Mimik ein? Ja, also wenn du einen kleinen Eichenbestand, wo es jetzt gerade eine enorme punktuelle Schwammspinne-Ausbreitung gibt, Schwammspinne, ach Mann, wie auch immer dieses Vieh heißt, Ausbreitung gibt und über diesen einen kleinen Bestand, sagen wir mal 3 Hektar, schmeißt dir jetzt eine Ladung Mimik aus dem Flugzeug, ja? Oder aus dem Heli oder was auch immer. Und dann sind da sämtliche Schmetterlinge tot, inklusive unser Schädling. Und der breitet sich nicht weiter aus.
Und nebendran können sich die normalen, in Anführungszeichen, Schmetterlinge auch wieder erholen und ziehen dann spätestens, nachdem Mimik die Wirkung verloren hat, das geht relativ schnell, wieder in das jetzt gerade von Schmetterlingen freie Waldgebiet. Das heißt, die kommen zurück. Man kann nicht mit einer kleinen Fläche, die man mimikiert, sämtliche Schmetterlinge der gesamten Umgebung ausrotten. Die sind zwar schon jetzt hier punktuell erstmal alle tot, aber die kommen, wie gesagt, wieder. Das heißt, wenn man Mimik nur selten und wirklich in höchster Not einsetzt, dann killst zwar auch alle anderen Schmetterlinge, aber nur vorübergehend. Und drum ist es ein vergleichsweise gut zu handelndes Pflanzenschutzmittel mit vergleichsweise geringen Kollateralschäden. Ja? Was ist übrigens die Alternative, wenn man kein Mimik verwendet? Jede Menge tote Eichen. Ja? Also man kann den Wald damit retten, aber in Zeiten des Insektensterbens ist das ja hochgradig unbeliebt. Andererseits eben den Wald absterben zu lassen, gerade den vergleichsweise alten, artenarmen, möglicherweise alten, sind fast immer alt, Eichenwald, ja, das wäre auch eine ziemliche Katastrophe. Also Pest oder Cholera, such dir was aus. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Wenn man die wirtschaftlichen Interessen noch mit einbezieht, dann ist natürlich Mimik immer die bessere Lösung. Wenn man die wirtschaftlichen Interessen ignorieren möchte, dann mag es auch mal in manchen Fällen Ausnahmeregelungen und Gründe geben, auf Pflanzenschutzmitteleinsatz auch in diesem Fall zu verzichten. Es gibt ohnehin nur ganz wenige flächenmäßig über den kompletten Wald ausgebrachten Pflanzenschutzmittel, die überhaupt zugelassen sind. Also das ist wirklich nur eine Handvoll, die da in Frage kommt. Mimik ist vielleicht das am ehesten noch angewendete. Das kann man also durchaus mal kennen. Tun wir jetzt. Hat auch noch einen komplizierten chemischen Namen, ist aber jetzt nicht so wichtig. Ja, zwei der typischen Vertreter, die an der Eiche Schaden anrichten können. So, und dann haben wir noch den lieben Mehltau. Der ist jetzt wieder ein Pilz. Und entsprechend haben wir jetzt hier, da steht schon, die üblichen Probleme, die ein Pilz mit sich bringt. Mehltau bei der Eiche, habt ihr garantiert schon mal gesehen, wenn ihr ein paar Mal im Wald gewesen seid, gibt es immer mal wieder Jahre, wo das ordentlich auftritt. Das kann man auch auf dem Balkon haben, auch bei diversen anderen Nutzpflanzen tritt das auf. Und begünstigt wird der Ganze durch erstens mal Wärme, allerdings nur feuchte Wärme, muss man dazu sagen, so richtig Bolle, trockene Hitze, da geht er auch kaputt. Stickstoffdüngung, Dichtstand, verbesserte Wasserversorgung und reduzierte Schwefeldioxidemissionen. Und das ist jetzt ganz lustig. Ja? Stickstoffdüngung passiert global sowieso. Das habe ich jetzt mehrfach schon erzählt. Dadurch, dass wir in der Landwirtschaft es jahrhundertelang mit der Düngung ein klein wenig, jahrzehntelang mit der Düngung ein wenig übertrieben haben, haben wir alles gedüngt. Düngung passiert inzwischen über den Regen durch hohe Stickstoffeinträge ins Meer. Aus denen verdunstet das Wasser, hat ein bisschen Stickstoff dabei, regnet irgendwo anders runter und dann landet das da im Boden, wo normalerweise nie Stickstoff drin gewesen ist, in größeren Mengen. Und das ist die anthropogene Stickstoffdüngung, globales Problem, findet überall statt, inklusive Antarktis, Grönland, Inner-Eisschild und so weiter. Sucht euch einen beliebigen Platz auf der Welt raus, überall düngen wir ein bisschen mit. Das heißt, da kann man nichts dran ändern, das passiert und das begünstigt jetzt natürlich unseren Mehltau. Das wird zwar jetzt weniger werden, wenn die Düngeverordnungen besser werden, wenn auch das einzelne Verhalten, die einzelne Nachfrage des Konsumenten was anderes ist, generell auch der Landwirt mehr wertgeschätzt wird und man für seine Produkte gegebenenfalls ein klein wenig mehr Geld bezahlt. Da geht es ja gar nicht darum, unglaublich viel mehr Geld zu bezahlen, sondern nur ein kleines bisschen mehr. Wird in vielen Fällen schon viel getan, aber das ist was anderes und auch nicht mein Fachgebiet. Aber ja, jedenfalls grundsätzlich erstmal ein Problem, soweit können wir uns, denke ich, darauf einigen. Dichtstand. Dichtstand ist, wie eben schon oben erwähnt, eine wunderbare Möglichkeit, das Wasser im Wald zu halten. Und aus Dichtstand folgt verbesserte Wasserversorgung. Beides, sowohl Dichtstand als auch eine gute Wasserversorgung, fördert dann ganz wunderbar den Eichenmehltau. Also haben wir hier auch schon wieder die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder wir haben lichtdurchflutete der Eichenwälder mit wenig Wasserrückhaltevermögen, mit kaum Dichtstand, dann haben wir tatsächlich wenig Mehltau.
Aber dann vertrocknen uns die Eichen, weil sie kein Wasser mehr kriegen. Kriegen sie Wasser, haben sie Mehltau. Such dir was aus. Sehr, sehr schwierig, auch da wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es auch möglich, dass sie im Dichtstand stehen und trotzdem keinen Mehltau haben, aber das Risiko steigt natürlich. Und nochmal ein anderes lustiges Beispiel, wo inzwischen Schwefel fehlt, weil dadurch das Schwefeldioxid inzwischen eben nicht mehr per Regen runterkommt oder nur noch in ganz geringen Mengen. Und Schwefeldioxid wunderbar geeignet ist, um den Mehltau umzubringen. Und zwar bringt es eher den Mehltau um als die Eiche. Die kommt mit Schwefel im Boden ganz gut klar, mit gewissen Mengen. Ja, haben wir hier nochmal so ein Spannungsfeld. Man könnte fast schon auf die Idee kommen, dass wir die Rauchgasentschwefelung ein kleines bisschen, also mit dem Schraubenzieher hingehen und in die jeweiligen Filter einfach mal so ein Loch. nicht machen, nicht machen. Aber manchmal hat man fast das Gefühl. So, wir wechseln zum ersten Mal nach gefühlten 17 Stunden das Bundesland. Und zwar Quelle aller folgenden Grafiken, bis ich was anderes schreibe oder sage. Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2021, Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2021 von der Bayerischen Forstverwaltung. Link findet ihr übrigens zu allen Quellen auch in der Videobeschreibung. So, Bayern ist ein Bundesland weniger Worte und wunderbarer Grafiken. War bei mir im Studium nicht so. Da gab es auch viele Worte, trotzdem auch gute Grafiken, aber ja, da muss ich mal loben. Diejenigen, die das hier gemacht haben, haben mir auch alles beigebracht, zumindest Teile davon. Und also einige derjenigen, die das gemacht haben, lassen wir das. Jedenfalls, das ist eine ganz wunderbare Grafik und die ist jetzt dahingehend ganz, ganz anders als die in Thüringen gesehene. Die, wie gesagt, die sind gesetzlich so vorgeschrieben, da kann Thüringen nichts dafür. Balkendiagramme mit Grün, Gelb und Rot. Nämlich hat man in Bayern einfach mal dreist, weil es Bayern sind vermutlich, in diesem Fall positiv, ja, die Standard-Schadstufen, nämlich Grün, Gelb, Rot, ignoriert und hat eigene definiert. Und das sehen wir hier unten links in der Legende. Da finden wir nämlich Dunkelgrün. Dunkelgrün ist 0 bis 10%. Dann finden wir das etwas hellere Grün. Das ist 10 bis 25% durchschnittlicher Nadelblattverlust. Dann Gelb 25 bis 40 und nicht 26 bis 60, sondern 25 bis 40. Das ist viel realistischer. Ja? Was hier jetzt also gelb ist in den einzelnen Kuchendiagrammen, in den einzelnen Bundesländern und auch die gelb hinterlegten Bundesländer, Quatsch, Regierungsbezirke sind das ja. Das ist Warnstufe, ja? 25 bis 40% durchschnittlicher Nadellaubverlust ist schlecht, aber das ist jetzt auch noch weit entfernt von hier ist quasi alles tot. Und dieser Wald ist massiv geschädigt und man muss sich große Sorgen drum machen. Das ist schon nochmal ein massiver Unterschied. Ja, und diese Unterscheidung machen jetzt die Bayern krasserweise in Eigenregie sehr wohl, während eben in der Standarddarstellungsform der WZE, Waldzustanderhebung, das nicht vorgesehen ist. Wir gehen weiter, wir finden in den einzelnen Kuchen teilweise noch einen Orangenstreifen, der ist schon sehr, sehr klein, den muss man mitunter sehr suchen. In Oberbayern, man sieht ihn gerade noch so, in Niederbayern sieht man ihn fast gar nicht, dafür gibt es ein klein bisschen Rot. Ja, aber ihr seht ihr selber, der Orangestreifen ist dann 40 bis 60%. Das ist wirklich eine Schädigung, die man ernst nehmen muss. Das ist auch eine deutliche Schädigung, aber auch sowas kann noch überlebt werden. Je nach Baumart ist es noch gar nicht gesagt, dass es daran zugrunde gehen muss. Da kann sich die Situation auch noch mal massiv verbessern. Und Rot ist dann tatsächlich mehr als 60%. Das sind Bäume, die so richtig übel dran sind, wo ein Absterben durchaus auch sehr realistisch ist. Muss nicht sein, aber es wäre auf keinen Fall unrealistisch anzunehmen, dass es dazu kommt. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Karte an und stellen fest, wir haben in der Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern und in Schwaben doch interessante hohe Anteile, deutlich höhere, als man das in vielen anderen Bundesländern so sieht, von
Entschuldigung, dunkelgrün. Ja? Das ist so 25%, teilweise sogar ein bisschen mehr, teilweise fast ein Drittel. In Schwaben ist es ein Drittel, würde ich sagen, von eben noch super vitalen Bäumen. Ich finde auch diese Bezeichnung gesund, wie sie in der Standard-WZE drin steht, schwierig. Das sind super vitale. Weil gesund bist du auch noch mit 20%. Da kannst du noch wunderbar wachsen. Da gibt es zahlreiche Beispiele von Bäumen, die das wunderbar noch mit 20% Laubverlust hinbekommen, auch mit ein bisschen mehr. Kannst du trotzdem noch wunderbar wachsen. Super vital müsste man inzwischen also 0-10% nennen. Die haben so viel Laub, die können Photosynthese machen bis zum Abwinken. Davon gibt es immerhin noch einige. Also Schwaben ist diesbezüglich doch tatsächlich der beste Regierungsbezirk. Da sieht es am ganz gesündesten aus. Oberbayern ist auch noch gut dargestellt, hat ein bisschen mehr Gelb. Ne? Niederbayern, da kommt ein klein wenig Rot dazu bei den sehr trockenen Ecken. Und dann ist halt typischerweise Franken insgesamt eine eher trockene Region. Das heißt, es ist super, dass es diese Karte gibt, weil Bayern ist halt nun mal ein flächenmäßig, saumäßig großes Bundesland. Das ist eine sehr, sehr große Fläche und hier jetzt einfach nur einen bayernweiten Durchschnittswert zu nehmen und über den zu diskutieren, das kann man natürlich machen, das ist aber nicht zielführend, weil dann schmeißt du unter Landschaften, wie sie unterschiedlicher fast nicht sein könnten, alles zusammen in einen Hut und links am Hasen vorbeigeschossen, rechts am Hasen vorbeigeschossen, in der Mitte und im Durchschnitt ist der Hase tot. Ja, das hilft niemandem weiter. So, haben wir jetzt gesehen. Ne? Also Bayern stellt sich insgesamt, gerade so die, ich sage jetzt mal, südlichere Hälfte, Oberpfalz noch mitgerechnet, ganz gut da. Mittelfranken hat ein paar Probleme. Da sieht es ähnlich aus wie in benachbarten Bundesländern nach Norden. Da kommt ja dann Thüringen. Ganz ähnliches Bild, ja, vielleicht sogar noch ein Ticken schlimmer in Thüringen, Richtung Hessen rüber, auch vielleicht sogar noch ein Ticken schlimmer, aber ähnliche Bilder, so in etwa vergleichbar. Ja, und das ist genau zu erwarten gewesen. Es gibt halt nicht, Bayern ist zu groß für eine einzige Zahl für das ganze Bundesland. So, und dann gibt es hier noch diese wunderbare Tabelle und dann haben wir Bayern auch fast schon gleich wieder durch. Weil eben wenig Text, aber super aussagekräftige Abbildungen bzw. Tabellen. Oben links in unserer schönen Tabelle, Bayern gesamt, alle Baumarten 26%. Das ist ein bisschen besser als Baden-Württemberg, das ist aber insgesamt nicht ganz toll. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier wieder tote Fichte haben, die allerdings, wir gehen mal eine Zeile tiefer zu der Fichte und gucken uns sämtliche Spalten an, nicht so richtig hohe Werte aufweist. Eigentlich müsste man bei der Fichte, wenn man sich ihren Gesamtzustand inklusive der toten Bäume, wenn man die mit einrechnen würde, anguckt, wären wir bei so 35, 40, sowas um den Dreh. Auch in Bayern, wobei wir in Bayern nochmal klar definieren müssen, in den fränkischen Trockengebieten geht es der Fichte garantiert sehr, sehr mies. Bayern Süd oder gar in den Alpen, da ist 25,9% jetzt ein sehr realistischer Wert, weil es da noch wirklich auch nur 25,9% durchschnittlicher Nadelverlust sind. Da kommt die Zahl, wird die Zahl eben nicht gestört durch ganz viele Borkenkäferflächen, weil in den Alpen gehört die Fichte ja schlicht und ergreifend hin. Da gibt es natürliche Fichtenwälder, wunderschöne zum Teil. Und dass man da weiterhin auch mit Fichte arbeiten kann, forstwirtschaftlich. Das stellt niemand in Frage, der einigermaßen einen gescheiten Hut auf hat. Und in Bayern sowieso nicht, davon mal abgesehen. Ja, tippitoppi. Ja? Also da kann man wirklich gar nichts sagen und das funktioniert mit der Fichte auch weiterhin da zu arbeiten und dass sie auch in den Alpen natürlich ein wenig Nadelverlust hat, auch ein bisschen viel. Das ist eben nach den Dürrejahren jetzt auch kein Wunder. Da waren auch die Alpen relativ trocken, aber ja. Wir haben hier recht realistische Werte, während wiederum der Wert eben in den fränkischen Trockengebieten nicht realistisch ist, weil da geht es der Fichte jetzt rein von der Zahl her besser als in den Alpen. Und das ist Blödsinn, weil das eine Ökosystem gehört sie hin und ist da zukunftsfähig. Im fränkischen Trockengebiet ist dies definitiv nicht. Und trotzdem zeigen die Zahlen was anderes.
Und ja, da kann man also schon sich ganz wunderbar kloppen über eben Sinn und Zweck der Tatsache, dass tote Bäume in diesen Zahlen nicht mehr vorkommen. Gucken wir uns die Tanne an, beziehungsweise halt, müssen wir uns nochmal alle Baumarten angucken, ne? Also Bayern Gesamt 26, Bayern Süd 22,1, das ist sehr gering, da sieht es insgesamt sehr, sehr gut aus. Wenn wir uns die ganze Spalte Bayern Süd angucken, alle Laubbäume nur 18,9, das ist wahrscheinlich deutschlandweit einer der besten Werte, die wir finden werden, mal abgesehen vom Saarland wahrscheinlich wieder, das im Saarland ist die Welt noch in Ordnung. Ja? Wir besprechen das Saarland nicht weiter, aber grundsätzlich ist im Saarland immer die Welt noch in Ordnung. alle Nadelbäume deutlich höherer Wert, das deckt sich ziemlich genau auch wirklich mit der Realität. Die meisten Nadelbäume haben doch eher Schwierigkeiten als die Laubbäume, weil die meisten Nadelbäume eben auch nicht dastehen, wo sie hingehören, sondern irgendwo anders, was dann mit höherer Anpassungsschwierigkeit einhergeht. So, Bayern Nord, komplett die Nordhälfte, mal von den fränkischen Trockengebieten mal abgesehen, sieht man deutlich miesere Werte, das ist das, was eben in der Karte alles gelb war, ne? Hier, da den Bereich, da ist natürlich ganz andere Situation und da kommen wir auch auf deutlich miesere Werte, insbesondere die Kiefer mit 34,9% oder den fränkischen Trockengebieten sogar 36,2%. Da haben wir noch den Extra-Rubrik-Kiefer Mittelfranken 38,4%. Das sind so die Regionen, wo man halt eben sich nicht besser zu helfen wusste, als Kiefer hinzustellen. Und es sind leider auch die Regionen, wo man sich in Zukunft fragen muss, kann da überhaupt noch Wald wachsen? Ja, also auch die Prognose bei fortschreitendem Klimawandel ist in diesen Ecken wirklich so schlecht, dass man sich ja überlegen kann, dass es je nach welchem Szenario, je nachdem wie sehr man eine globale Erwärmung noch eingedämmt bekommt oder eben nicht, wäre es durchaus vorstellbar, dass einzelne Regionen in Deutschland waldfrei werden. Es kommt dann wiederum in weiteren Regionen ein bisschen neuer Wald dazu, wo plötzlich welcher wachsen kann. Die sind aber deutlich kleiner, weil da geht es im Grunde eigentlich nur um die Alpen und ein ganz paar Gebiete noch mit weiteren Hochlagen, die natürlich waldfrei sind. Das sind ganz, das 2-3% der Landesfläche, höchstens, wenn überhaupt. Quatsch, nicht mal. Ja, in Bayern ist ein bisschen mehr, aber Bayern ist ja nicht Gesamtdeutschland. Kiefer also insgesamt sehr, sehr mies. Ausnahme Bayern Süd. Da haben wir 21,1% nur durchschnittliche Kronenverlichtung bei der Kiefer. Warum ist die da so toll? Und vor allen Dingen in den Alpen 19,8%. Was ist da los? Ja, da gehört sie hin. Wir haben bei Kiefer zwei natürliche Lebensräume. Einmal gewisse Trockengebiete, nicht jedes Trockengebiet. Unter bestimmten Bedingungen gibt es da natürliche Kiefernwälder. Die sind sehr stabil und die funktionieren auch bis heute relativ gut. Ja? Meistens. Zweitens, es gibt Bergkiefernwälder und da sind wir jetzt in den Alpen. Das Erika Pineum heißt es, glaube ich, die Waldgesellschaft. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, das sind natürliche Kiefernwälder der Nordalpen. Die sind sehr, sehr selten. Aber auch nebendran kann die Kiefer ganz gut wachsen. Und wenn man sie also ein bisschen forstlich ausgeweitet hat, dann befindet sie sich immer noch sehr nah an ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Ja, und das sieht man schlicht und ergreifend hier in den Zahlen, dass wir also da kaum Kiefernschäden haben, wo sie eigentlich hingehört. An der Stelle können wir vielleicht mal ein kleines Zwischenfazit und eine kleine Idee mitnehmen, nämlich, ja, je mehr man mit den potenziell natürlichen Baumarten in einer Region arbeitet, desto geringer sind die Schäden, die zu erwarten sind. Eine Ausnahme, Buche, leider. Aber man bei der Buche momentan noch nicht genau sagen kann, was da eigentlich los ist und wie es mit der Buche kommen wird, die ist noch die große Fragezeichen-Baumart. Aber alles andere, bei allen anderen Baumarten kann man grob sagen, kommen die dann natürlich vor. Dann kannst du sie da auch eher hinpflanzen und außer es verändert sich so schnell, dass das schon gar nicht mehr gilt, ja, mit globaler Erwärmung. Aber pflanzt du was dahin, was da überhaupt nicht hingehört und da natürlicherweise gar nicht vorkommt, dann hast du damit zu rechnen, dass dann auch große Schäden drohen, siehe Kiefer Mittelfranken mit 38,4.
Die Buche im Alpenraum als Bergwaldbuche, da geht es ihr prima. Die sehen auch toll aus, diese Wälder, kann ich nur empfehlen. Also wenn man wieder Urlaub machen möchte, Buchenstufe vom Berg Mischwald in den Alpen, ja, das lohnt sich. Ein kleiner Tipp, zum Beispiel mal zum Schloss Linderhof fahren und hinterm Schloss in den Wald rein. Und da ganzen Tag oder auch 2 oder 3, das geht nicht, dann darfst du nicht übernachten, alles Naturschutzgebiet, aber immer mal wieder zwischendurch raus ins reguläre Hotel, dann wiederkommen, so 2 oder 3 Tage. Da mal ein bisschen sich rumtreiben, wunderschöne Gebiete, ein wunderschönes Gebiet. Das ist noch nicht so richtig, richtig Alpen, es geht aber trotzdem ordentlich hoch. Und tolle Bergmischwald, Waldbilder. Ja, insgesamt Buche geht ganz gut, stellt sich ganz gut dar, hat sich auch ein bisschen erholt. Wenn wir die Entwicklung angucken, die Entwicklung haben wir hier jetzt ja gar nicht drin, das sind hier nur Istwerte in dieser Tabelle. Und da muss man sich, denke ich, um die Buche eigentlich wenig Sorgen in Bayern machen. Das ist so der übliche Trend und die normale Entwicklung, die wir eigentlich fast deutschlandweit erkennen können. Also jetzt auch keine super hohen Zahlen an Buchen-Totholz, an ausgefallenen Buchen. Eiche, die ist in Südbayern gerade so sensationell. Das liegt daran, dass es da kaum welche gibt. Und die paar, die es gibt, die haben einen sehr guten Standort. Und darum diese sensationelle Zahl. Also die ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten haben wir bayernweit eben das gleiche Problem wie überall auch. Eiche stagniert auf relativ hohem Schadniveau, auch wenn das in Bayern noch recht gering ist. Aber die Eiche ist eben nun mal nur eine seltene Baumart. Und grundsätzlich gilt bayernweit, da, wo sie steht, steht sie auf sehr gut eichenangepassten Böden. Daher, ja, toll. Aber das ist auch richtig so und gut so und es funktioniert ja, wie Beispiel zeigt. Ja, alle Nadelbäume haben natürlich einen höheren Schaden als alle Laubbäume, da haben wir schon drüber gesprochen. Gehen wir weiter. Tanne. Da müssen wir nochmal drüber reden. Denn Tanne ist zwar auf Platz 1 der vitalste Hauptbaumarten, ja, der vitalsten Hauptbaumarten, das ist aber ja blöd formuliert. Tanne ist die vitalste Hauptbaumart. Hier Tanne 22% Bayern gesamt. Nichts ist vitaler als Tanne von den Hauptbaumarten. Das deckt sich mit dem, was ich immer predige. Pflanzt Tanne, Tanne ist klimaresistent. Trotzdem hat sie nicht unbedingt zugelegt, sondern im Gegenteil, sie hat sich ein klein wenig verschlechtert, obwohl sie sich jetzt wieder regeneriert hatte. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, ja, Tanne regeneriert sich langsam, Tanne zeigt, dass sie klimaresistent ist, hat sie dieses Jahr leider nicht mehr gezeigt und hat sich wieder ein klein wenig verschlechtert. Das ist eine der wenigen Baumarten, die sich noch mal ein bisschen verschlechtert haben, wenn auch nur sehr wenig. Es gibt aber eine gut begründbare Ursache dafür und das ist die Tannenmistel. Habe ich jetzt kein Bild, da selber googeln, wenn ihr sehen wollt, ist eine Mistel. Die hängt halt an der Tanne. Ist eine andere Mistel als die übliche weiße Mistel, die an verschiedenen Bäumen vorkommt. Die Tannenmistel ist auf die Tanne spezialisiert und die hat es gern warm. Ich habe letztes Jahr 3 Führungen, also ich habe schon mehr als 3 Führungen gemacht, aber ich habe 3 Führungen gemacht, an denen ich unterwegs eine Tannenmistel entdeckt habe oder jemand anders aus der Gruppe eine Tannenmistel entdeckt hat. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, oh, guck mal, was ist das denn Komisches? Oh, das ist eine Tannenmistel. Die ist sehr selten. Da haben wir aber Glück, dass wir hier eine Tannenmistel sehen, die ja sehr selten ist. Bei der zweiten Führung, wo einer aufgetaucht ist, oh ja, das ist eine Tannenmistel. Eigentlich ist die recht selten, aber irgendwie habe ich schon mal eine gesehen in letzter Zeit und bei der dritten habe ich dann nicht mehr gesagt, dass sie recht selten ist. Ist nämlich tatsächlich so, die breitet sich zurzeit sehr stark aus und das ist ein Halbschmarotzer, also ein Halbparasit sozusagen, macht schon noch selber Photosynthese, ist also selber grün und produziert eigenen Zucker, klaut aber dem Wirtsbaum das Wasser. Und Wasser ist halt wichtig gewesen die letzten Jahre, ne? Das muss ich jetzt auch niemandem sagen. Darum steigen die Schäden durch Tannenmistel, weil Wasser relevanter wird. Und gleichzeitig breitet sich die Tannenmistel immer weiter aus. Eigentlich die durchaus eine Biodiversität bereichernde Art. Jetzt könnte es aber langsam dazu kommen, dass es ein bisschen zu viel wird. Was kann man gegen Tannenmistel tun? Man klettert hoch und schneidet sie ab. Ist das wirtschaftlich? Nö. Ja, dementsprechend wird man nicht viel tun können gegen die Tannenmistel und man darf sich diesbezüglich also durchaus ein wenig Sorgen machen. Gerade in Baden-Württemberg breitet sie sich wahnsinnig gut aus. In Bayern eben ist sie jetzt auch angekommen und auf dem Vormarsch. Und das erklärt eben jetzt auch die kurzfristige starke Ausbreitung der Tannenmistel, erklärt dann auch den Vitalitätsrückgang bei der Tanne, obwohl die eigentlich durch die Tatsache, dass die Dürre zurückgegangen ist, sich jetzt deutlich mehr erholt haben sollte, weil sie ja eigentlich ziemlich dürreresistent ist.
Das ärgert mich sehr, weil die Tanne eine meiner Lieblingsbaumarten ist und meine Lieblingszukunftsbaumart sozusagen auch ist. Und umso schlimmer, dass wir jetzt auch da langsam einen Antagonisten für die Tanne haben. Jetzt bräuchten wir einen Tannenmistelfresskäfer oder sowas. Kann den mal jemand züchten? Gut, und dann die Kiefer, die ist in Bayern nicht so sehr durch Käfer und Pilz geschädigt, wie wir das eben schon besprochen haben, sondern wieder eine Mistel. Und in diesem Fall ist es die normale Viscum album, glaube ich. Eine spezielle Kiefernmistel gibt es meines Wissens nicht, die hier auch auf dem Vormarsch ist. Also sämtliche Misteln sind durchaus wärmepotent und mit höheren Temperaturen kommen die ganz gut zurecht. Sie müssen sich ja auch selber nicht darum kümmern, dass sie genug Wasser bekommen, weil das können sie aus dem Wirtsbaum sehr einfach rauszapfen. Und haben den ganzen Aufwand und die ganze Mühe mit dem Wasserkriegen nicht. Einzig gute Nachricht, stirbt der Wirtsbaum, ist die Mistel auch im Eimer. Und das heißt, bei zu starker Bemistelung des Wirtsbaums erlöst sich das Problem irgendwann von alleine. Er könnte aber trotzdem von woanders nochmal eine neue Mistel herkommen und so weiter. Außerdem befallen Misteln nur große und alte Bäume. Junge sind erstmal nicht weiter interessant. Die können sich auch noch ganz gut gegen die Mistel wehren. Also auch da muss man sagen, vielleicht wäre das Worst-Case-Szenario, dass die Mistel eine alte Baumgeneration quasi killt, danach keinen passenden Wirt mehr findet und dann wieder vorläufig mindestens wegstirbt. Das wäre also so ein übliches Hoch und Tief hin und her bekommen, wie das in Ökosystemen häufig der Fall ist. Gut, in Bayern zeigt die Buche ihr aktuelles altes Potenzial zur Regeneration und erholt sich um, oh, das wusste ich nicht mehr. Hoppla, gut, dass ich es aufgeschrieben habe. Minus 5,6%, das ist Rekord deutschlandweit. Sie hat wirklich so gut wie überhaupt nicht fruktifiziert und das ist also wirklich eine sehr, sehr gute Regeneration. Wie gesagt, wir haben ja auch oben in der Tabelle gesehen, die Schadwerte bei Buche 23,8, 21%, 25,7%, das ist alles ganz okay. Ja, das war also bei Buche und in anderen Regionen, zum Beispiel in Thüringen, sieht das für die Buche wirklich viel, viel, viel schlimmer aus. Wenn man nach Sachsen geht, ähnliche Bilder. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, auch ähnliche Bilder. So gesehen, also in Bayern muss man sich, denke ich, grundsätzlich erstmal über den Erhalt der Buche keine Sorgen machen. Im Gegenteil, die wird sich weiter ausbreiten, sie wird auch mehr angebaut werden, ihr wird mehr geholfen werden und dann kriegen wir da sicher in vielen Bereichen, wo jetzt noch Fichte steht, später auch irgendwann mal Buchen-Fichten-Mischwälder. Ja? Also wo jetzt nur noch Fichte steht momentan. Die Eiche minus 2,8%, also eine ordentliche Regeneration. Leider gibt es das nur in Bayern und nicht in anderen Bundesländern. Wie schon gesagt, Eiche steht in Bayern primär auf den sehr, sehr guten Standorten. Davon profitiert sie auch. Wir gehen nach Niedersachsen. Hier ist die Norddeutsche Forstliche Versuchsanstalt zuständig und die ist sehr, 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 sehr hilfreich, weil die sagt genau, wie sie gerne möchte. Warum ist Zitiervorschlag rot? Schreibt man das nicht so? Egal. Wie sie gerne möchte, dass zitiert werden soll. Und zwar seht ihr hier so bitte. Übrigens, das Tolle ist, die haben ihren Waldzustandsbericht übrigens auch unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, man hätte auch eine Creative Commons konforme Zitierweise wählen können. Aber ich nehme natürlich die, die sie gerne hätten. So, mittlere Kronenverlichtung in Prozent in Niedersachsen ist angestiegen. Da haben wir also eine leichte Verschlechterung nach einer leichten Erholung von 2019 auf 20. Und bei den jungen Bäumen stagniert es. Ne? Wie man diese Grafik liest, wissen wir inzwischen, die kennt ihr ja schon. Das nun mal erstmal so grob zur Kenntnisnahme. Aber wir befinden uns mit 22% auf einem ziemlich niedrigen Niveau, durchschnittlichem Niveau. Nur mal kurz zurück zu Bayern und in Bayern sieht es ja auch gut aus. Bayern alle Baumarten 26%. Nochmal ganz zurück nach Baden-Württemberg. Da sind wir bei 26,6 und das ist eigentlich auch eine Region, die noch viele schöne Wälder aufweist. Daher schwierig mit diesen Zahlen. Ne? Das sind halt einfach nur immer Durchschnittswerte und schwierig. Ja. 22 ist jedenfalls ziemlich gut und das kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass es da halt eben auch abgestorben oder fast abgestorbene Bäume gibt, die dann den Wert nach oben treiben.
Und gleichzeitig eine sehr starke Erholung der Kiefer, die den Wert dann wiederum ein bisschen wieder nach unten treibt. Aber gucken wir uns das mal im Detail an. Es ist außerdem schwierig, wenn man nämlich noch Fichte mit einbaut. Fichte, habe ich gerade wieder Kiefer gesagt, ich meine natürlich Fichte. Fichte treibt den Wald nach oben. Ja, es gibt also relativ viel noch nicht tote Fichte, die dann noch geschädigt ist und deswegen in der Statistik auftaucht. Wäre sie tot, würde sie nicht in der Statistik auftauchen, alles wäre gut. Aber sie ist ja leider noch am Leben und noch nachweisbar gewesen, weshalb wir eben bei den alten Fichten 35% und bei den jungen Fichten 32% haben beachtet. Die enorme Steigung. Also das Fichtensterben in Niedersachsen, gerade bei den jüngeren Fichten, den bis 60-Jährigen, hat ein Ausmaß erreicht, wie man es wahrscheinlich nie für möglich gehalten hätte. Also von so im Schnitt ungefähr 10% durchschnittlichen Nadelverlust ist die hochgeschnellt durch eben die 2018-19-20-Katastrophe auf 32. Das heißt, die Fichtenzustand hat sich mal verdreifacht, also die Schlechtigkeit des Fichtenzustands hat sich mehr als verdreifacht. Und das ist bemerkenswert. Das ist übrigens in keinem anderen Bundesland so richtig krass sichtbar wie in Niedersachsen, insbesondere bei den jungen Fichten, ne? Muss man schon mal wirklich zur Kenntnis nehmen. Zumal auch hier, wenn wir jetzt mal die letzten Jahre weglassen und eine Ausgleichsgerade durch die über 60-jährigen Fichten ziehen, dann stellen wir durchaus fest, da ist tatsächlich der Trend der ständigen Verschlechterung über die letzten 36 Jahre gar nicht mal deutlich bis hin zu überhaupt nicht vorhanden. Ja? Bis jetzt. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, um es mal deutlich zu sagen. So, diese Grafiken gibt es zu jeder Baumart. Da haben wir immer oben die mittlere Kronenverlichtung in Prozent und im unteren Teil der Grafik der Anteil starker Schäden inklusive abgestorbener Bäume aller Alter in Prozent. Wichtig ist inklusive abgestorbener Bäume. Und das bedeutet, dass wirklich alles, was massiv geschädigt ist, ob es jetzt noch dasteht oder nicht, ist erstmal egal, weil wenn es abgestorben war und nicht mehr dasteht, dann kommt es hier trotzdem, ja gut, okay, wenn es nicht mehr dasteht, kommt es nicht in die Statistik. Aber zumindest die Abgestorbenen, die noch dastehen, die werden auch erfasst und hiermit aufgenommen. So, und jetzt können wir mal ein kleines bisschen rechnen. Wir haben hier Anteil, was kommt denn da unten? Ach so, Anteil starker Schäden in 2019 8%. Dann wurde es schlimmer und ging auf 13% und jetzt wurde es nochmal schlimmer auf 15,8%. Das heißt, von einer Erholung kann hier nicht in keinster Weise die Rede sein. Und ihr seht hier unten in dieser Grafik auch die gepunktete Linie, also diese Ausgleichslinie, die da durchgeht. Das ist der Wert für alle Baumarten. Ja? Also alle Baumarten sind bei im Schnitt so etwa 4% Anteil starker Schäden. Die Fichte hat aber 15,3. Das heißt, die Fichte hebt den Gesamtschaden für Niedersachsen massiv an. Gäbe es in Niedersachsen keine Fichte, die jetzt am Sterben wäre, dann wären die Nadel- und Laubverlustwerte für Niedersachsen sensationell niedrig. Das muss man sich mal klar machen. Also Niedersachsen ist damit vielleicht das Bundesland, wenn man die Fichte rausrechnet, was man eigentlich nicht machen darf, natürlich. Ja, aber wenn man es tun würde, dann wäre Niedersachsen eins der ja, am wenigsten geschädigten Bundesländer, auch weil sich eben die Kiefer gut erholt hat. Apropos Kiefer, die hat sich zwar gut erholt letztes Jahr, ist jetzt aber wieder ein bisschen angestiegen. Nur ist der Unterschied halt der, die hat zwar ein bisschen an durchschnittlichem Laubverlust zugelegt, aber auch wirklich nur am durchschnittlichen Laubverlust. Siehe untere Grafik. Da sehen wir nämlich, der Anteil starker Schäden liegt bei gerade mal 1,2% und damit weit unterm Durchschnitt, der ja eben von der Fichte nach oben gehoben wurde. Das heißt, die Kiefer mag dieses Jahr wieder ein bisschen Probleme gehabt haben, weil nämlich gefressen wird. Diplodia, Prachtkäfer, Kiefernborkenkäfer. Das gleiche, was wir in Thüringen beobachten können, ist natürlich auch in den niedersächsischen, soweit ist das ja nicht weg, Kieferngebieten auch zu beobachten. Daher auch die Verschlechterung. Nicht, weil die Kiefer sich nicht erholt hätte von der Trockenheit her, sondern eben wegen denen, die an der Kiefer rumfressen und daher auch wieder zusätzliche Schäden verursachen. Trotzdem muss man sagen, insgesamt sieht es für die Kiefer noch ganz gut aus in Niedersachsen. Auch der Gesamtwert, der ist ja gerade mal bei 20%.
Der ist ziemlich niedrig und ziemlich gut, auch gerade für die alten Bäume, für die jungen Bäume sogar noch ein bisschen niedriger. Und die Menge an eben Schadholz hält sich sehr, sehr in Grenzen im Vergleich mit anderen Situationen. Man muss sich also in Niedersachsen über die Kiefer sicherlich keine Sorgen machen. Ganz anders schaut es mit der Fichte aus, die stirbt da quasi aus. Das muss man schon so deutlich sagen. Die Buche sehen wir hier, hat 2019 rechts im Bild ziemlich ordentlich was abbekommen, fast ja, 5, irgendwas Prozent tatsächlich Baumarten mit Anteil starker Schäden. Man muss der Fairness halber allerdings nochmal sagen, starke Schäden inklusive abgestorbener Bäume, der Großteil sind nur starke Schäden, die abgestorbenen Bäume sind nur ein sehr geringer Anteil. Das heißt, wir haben schon 5% der Buchen, die kurz vorm Sterben waren, die sind aber noch nicht tot. Ja, und der Wert ist ja außerdem zurückgegangen. 2020 war er schon deutlich geringer wieder und ist jetzt auch auf 2021 nochmal ein kleines bisschen weiter abgefallen auf 3,3%. Gut ist das nicht, aber es ist auch keine Komplettkatastrophe, zumal man ja auch sagen muss, Buche gibt es auch wieder in Niedersachsen auf sehr guten Buchenstandorten und auf einigen, die wirklich ein bisschen fragwürdiger sind. Und da sind halt dann eben die stärkeren Schäden auch zu erwarten gewesen. Insgesamt haben wir aber eine deutliche Erholung bei der Buche. Das können wir in der linken Seite der Grafik sehen. Da haben wir also eben eine Verbesserung von etwas über 30% auf 28% runter. Das liegt so ungefähr im deutschlandweiten Trend und ist eine ganz gute Sache. Bei der Eiche, links in der Grafik, gibt es komische Löcher. Ja, da gab es zu wenig Eiche, schlicht und ergreifend, die jung gewesen wäre, als dass man da eine Stichprobe hätte machen können. Junge Eiche in Niedersachsen ist also offensichtlich selten. Jetzt ist es ein bisschen mehr geworden inzwischen, aber es gibt immer noch nicht sehr viel. Also Eichenwälder muss man da ein bisschen suchen. Natürlich, es gibt welche, klar, aber allzu viele sind die nicht. Und hier sehen wir auch mit der oberen Grafik, wenn wir da eine Ausgleichsgerade durchlegen würden und sie uns zusammendenken, dass auch da ein deutlicher Anstieg von eben 1984 oder in dem Fall sogar, ja, ich glaube 84 ging es los oder 83, weiß ich nicht mehr, aber 16% hoch auf 32%, ja, das ist halt schon deutlich. Das ist schon wirklich, wirklich deutlich. Und auch hier sind wieder die Fraßgesellschaften an der Eiche mit verantwortlich, dass sie jetzt dieses Jahr entweder stagniert oder sich sogar wieder ein bisschen verschlechtert hat. Hier in diesem Fall, im sächsischen Fall, hat sie sich tatsächlich ein wenig verschlechtert. Da muss man dazu sagen, dass die alten Eichen auch wirklich alt sind und die jungen Eichen wirklich jung sind. Das heißt, das Gefälle zwischen alter und junger Eiche ist auch wirklich hoch, weil die bis 60-Jährigen tatsächlich zum Teil, na, auch zu 12 oder 20 oder sowas um den Dreh sind und damit grundsätzlich resistenter als junger Baum als 300-jährige Eichen. Das dürften durchaus sehr viele der über 60-Jährigen sein. Da ist also das Kollektiv ein anderes. Starker Schäden inklusive abgestorbene Bäume, rechtes Bild, mehr oder weniger gleichbleibend auf einem ähnlichen Niveau. Hier muss man sagen, hat die Eiche erstaunlich hohe Resistenz bewiesen, beziehungsweise das Schadniveau ist halt mehr oder weniger durchgehend gleich hoch und 2018 hat einen ganz kleinen Peak verursacht in 2019 und seitdem ist wieder auf Normallevel mehr oder weniger heruntergefallen. Das ist bemerkenswert. Das merkt man so auch nur in Niedersachsen. Also eine gewisse Schädigung einer Eiche ist für eine Eiche auch immer normal. Dass viele Käfer an der Eiche hocken und an der Eiche fressen, gehört einfach zum Ökosystem Eichenwald auch dazu. Daher schwer einzuschätzen die Zukunft der Eiche in Niedersachsen. Ja. Ist ohnehin immer nicht ganz einfach. Jetzt, das kann man gar nicht machen. Das müsste man jetzt auch nachsehen, wenn das jetzt manchmal so klingt, als wolle ich jetzt anhand der Werte aus dieser Zustandserhebung irgendwie die Zukunft der Baumart vorhersagen. Das natürlich nicht. Ich sage die Zukunft der Baumart aus allen möglichen Untersuchungen hervor und als Beispiel siehe hier. Ja? Also da nicht zu viel reininterpretieren. Ganz wichtig, ganz wichtig. Jährliche Absterberate stehen da Bäume, alle Baumarten, alle Alter in Prozent, das ist jetzt nochmal wichtig. Weil wenn man hier mal hier müssen wir mal ganz dringend drüber sprechen. Wir haben oben
Absterberate. Das heißt, die Jungs und Mädels, die die Waldzustandsuntersuchung machen, gehen in den Wald und finden vor Ort den Baum, den sie gerade angucken wollen, tot vor. Ja? Dann gibt es da einen Vermerk, der Baum ist stehend abgestorben. Und das waren 1,4% der insgesamt angeguckten Bäume von 18 auf 19. Von 19 auf 20 waren es noch circa 1,05% und 2021 waren es noch 0,6%. Das Dumme ist jetzt, das heißt nicht zwingend, dass die jetzt weniger geworden sind. Das heißt im ersten Moment bloß, die stehen nicht mehr da. Ja, weil wieder lebendig geworden sind sie nicht. Das heißt, die fehlen jetzt einfach. Statt also den 1,4%, die da ursprünglich mal rumstanden, nur noch 0,6, heißt nicht zwingend, und da ist jetzt wieder eben die Waldzustandserhebung schwierig und da kann man nicht direkt sagen, heißt nicht, es ist weniger geworden, sondern heißt lediglich, da stehen jetzt weniger tote Bäume. Gibt es deswegen weniger oder hat die jetzt jemand doch gefällt und entfernt? Schwierig, ne? Also damit ist diese Zahl mehr oder weniger nicht sehr aussagekräftig. Dafür kann aber selbstverständlich auch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, auch nicht die oben genannten Autoren, schon gar nicht irgendwas dafür. Ja, das muss man auch klar machen. Das gehört halt so und anders kannst du es nicht machen, weil anders gibt die uralte 36-jährige Methodik das nicht her. Jährliche Ausfallrate als Schadholz entnommene Bäume, das ist nämlich jetzt nochmal die andere Zahl. Wenn du hingehst und dein Baum, den du vermessen möchtest, ist gar nicht mehr da, ja, der steht da also nicht tot rum, sondern er ist weg, dann machst du eine Notiz für fehlt. Und das landet dann hier in dieser Statistik und da müssen wir jetzt durchaus, da können wir ein bisschen aufaddieren, mehr oder weniger. Das heißt, wir hatten von 17 bis 18 etwa 4,5 fehlende Prozent fehlende, von 18 bis 19 waren dann nochmal 2% weg, von 19 bis 20 nochmal 3,5% und von 22 bis 21 0,8. Das kann man mehr oder weniger addieren, weil die waren ja schon im Vorjahr weg. Das heißt, da kann nicht zweimal der gleiche Baum weg sein. Das heißt, wenn 18 auf 19 nochmal 2% weg sind, wären 17 auf 18 4,5 weg waren, dann sind das 2,5 neue. Also 2% neue, die dann im Folgejahr weg sind. Ja, und das wiederum bedeutet, wir haben so ungefähr 8% der Testbäume verloren. Dann kannst du noch die stehend abgestorbenen da oben ein Stück weit dazu rechnen. Und dann grob könnte es sein, auch wenn das wirklich schwierig ist, das aus dieser Statistik so hundertprozentig rauszulesen, dass insgesamt Niedersachsen etwa 10% Wald verloren hat. Also das wäre eine mögliche Interpretation einer solchen Grafik. Das sieht in anderen Bundesländern leider ähnlich aus. Und das liegt vor allen Dingen an der Fichte. Also wenn wir hier jetzt Fichte und andere Baumarten wieder eingeblendet hätten, würden wir sehen, das ist fast ausschließlich Fichte. Noch ein ganz kleines bisschen Buche und ein ganz kleines bisschen Kiefer dabei. Zu den guten alten Fresstieren hat die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt auch diese wunderbaren Karten hier rausgegeben. Moment, da habe ich eine andere Quelle. Wo ist sie? Das ist hier die Quelle zu den Insekten und Pilze. Kapitel Insekten und Pilze, Seiten 23 bis 26. Findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung natürlich. Und da können wir mal sehen, Niedersachsen kommt bei den Borkenkäferschäden mal mit Ausnahme von dem Teil nach Sachsen-Anhalt rüber und dem südlichen Teil nach Sachsen-Anhalt rüber und dem großen Borkenkäferklumpen in Anführungszeichen runter nach Hessen, kommt Niedersachsen relativ gut weg. Im Vergleich dazu ist Hessen viel, 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 viel mehr betroffen. Das sehen wir dann nachher leider auch noch, wenn wir nach Hessen gehen. Ähnlich sieht es aus, Fraßschäden durch Kiefern, Großschädlinge und Eichenfraßgesellschaften, die sind jeweils so gering in Anführungszeichen, weil es gibt ja auch nur sehr wenig Eiche, dass sie beide in die gleiche Karte passen. Rote Punkte Eichenprozessionsschwinner, gelbe Punkte Eichenfraßgesellschaft, also zum Beispiel der Prachtkäfer und eben der Schwammspinner. Doch, der heißt tatsächlich Schwammspinner. Da muss ich wieder hoch und es nochmal richtig hinschreiben.
Also für diejenigen, die noch weiter miträtseln, ob er jetzt nun Schwammspinner heißt oder Schwarmspinner, er heißt Schwammspinner. Gut, wissen wir das jetzt auch. War Erkenntnis, das merke ich mir jetzt auch. Gut, jedenfalls, das hält sich sehr, sehr in Grenzen und deckt sich eben mit den guten Werten für Kiefer und deckt sich ebenfalls mit den guten Werten für Eiche, beziehungsweise guten Werten, mit den kontinuierlichen Werten für Eiche. Das ist also wie zu erwarten gewesen war. In Hessen gibt es tatsächlich ein bisschen mehr Eichenprozessionsspinner, der da aufgetreten ist. Vitalitätsschwäche der Buche. Das ist jetzt was, worüber wir uns auch bisher noch nicht ganz unterhalten haben. Wir haben jetzt noch mehrfach gesehen, dass der Buche teilweise nicht gut geht. Das Krankheitsbild in Anführungszeichen der Buche, die eben Teile der Krone abgestorben hat und wo oft auch Rinde abplatzt und ein gewisser Schleimfluss aus der Buchenrinde zu festzustellen ist. Das fasst man zusammen als Vitalitätsschwäche, Krankheit oder Vitalitätsschwäche der Buche. Ja, das ist also eine Komplexkrankheit mit vielen verschiedenen Sachen, die da eine Rolle spielen, mehrere Erreger, die da drin eine Rolle spielen, und das alles zusammen kann halt eben die Buche stark schädigen. Und hier sehen wir leider eben auch, das trifft komischerweise vor allen Dingen Hessen und in gewissen, deutlich geringeren Ausmaß Sachsen-Anhalt und Niedersachsen kaum. Ich kann nicht wirklich sagen, woran das liegt. Ich würde da jetzt gerne irgendwas Intelligentes zu sagen, aber es ist sehr, sehr seltsam, dass das in Hessen so vermehrt auftritt. Jetzt hat Hessen natürlich viel mehr Buche anteilig. Das ist die häufigste Baumart in Hessen. Und vielleicht ist das allein schon der Grund, weshalb hier die Beratungsfälle, das sind nämlich Schadensmeldungen zur Rotbuche, ja, natürlich viel, viel, viel häufiger sind, weil einfach viel mehr Rotbuche da ist. Das kann sein. Und in dem Fall, falls das so wäre, das wissen wir jetzt nur nicht, ist die Grafik dann doch nicht so hilfreich, weil wenn Niedersachsen viel weniger Buche hat und dann gibt es auch weniger Schadensmeldungen an der Buche, das wäre ja dann nur natürlich. Und so gesehen ist fast kein Unterschied zwischen den Bundesländern feststellbar. Tatsache ist aber, dass die absolute Zahl der Schadensmeldungen sehr, sehr hoch liegt. Und das ist ein deutliches Zeichen eben dafür, dass die Vitalitätsschwäche bei der Buche eine sehr große Rolle leider spielt. Ja. Diplodia, Triebsterben der Kiefer, hier rechts im Bild können wir sehen, haben wir in den Kieferngebieten von Sachsen-Anhalt ordentlich, haben wir relativ wenig noch in Niedersachsen, das erklärt auch die guten Werte für die Kiefer, und in Hessen breitet sich es auch weiter aus. Es kommt sozusagen ja auch von Süden, weil es halt ein wärmeliebendes Mischtpilzlein ist. Hier nochmal die Quelle, ne? Wichtig, wichtig, wichtig. Haben wir gesehen. Gut. Dann noch ein Blick nach Hessen. Hier haben wir nochmal die entsprechenden Quellen. Das ist jetzt wieder die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt. Die macht nämlich sowohl Hessen als auch Niedersachsen als auch Sachsen-Anhalt. Da sehen die jeweiligen Waldzustandsberichte auch sehr ähnlich aus, haben alles gleiche Design und tatsächlich sind auch oft die gleichen Autoren natürlich dran beteiligt. Und warum ist hier ein Leerzeichen? Jetzt ist es dann nicht mehr und da ist ein... Ja, das... Ja, jetzt passt. Gut, mittlere Kronenverlichtung stagniert bei den über 60-Jährigen auf 31%, ist über alle Altersstufen ein wenig gesunken, auf 26 runter. Das ist ziemlich genau das gleiche wie in Baden-Württemberg. Liegt auch nicht so weit auseinander. Ne? Ähnliche Waldzusammensetzung auch wie Baden-Württemberg. Ähnlich andere Kleinstregionen. Die Kleinstregionen sind letztendlich unterschiedlich. Und bei den bis 60-Jährigen deutliche Regeneration. Jetzt dürfen wir hoffen, da die so deutlich ausfällt bei den jungen Bäumen, dass die mittelalten und alten Bäume im nächsten Jahr nochmal nachziehen werden und sich dem Trend der Besserung anschließen. Das dürfen wir hoffen. Ja, kommt natürlich darauf an, was das nächste Jahr für ein Jahr wird, beziehungsweise was 2022, also dieses Jahr, für ein Jahr wird. Bisher ist es nicht besonders doll, ehrlich gesagt. Also, es ist aber auch noch nicht so lang. Von daher, das ist noch alles drin, wird man sehen müssen. Ja? Anteil starker Schäden inklusive abgestorbene Bäume, Wump. Ja, also in Hessen auch nochmal ganz, ganz deutlich, die Fichte ist nahezu zur Hälfte weg.
Ja, Fichte war mal häufigste Baumart, die ist es inzwischen bei weitem nicht mehr, weil sie einfach komplett wegstirbt. Und auch diese sehr hohen Werte hier zwischen 9 und 8 und 7, das kannst du ja auch wieder mehr oder weniger zum Teil sehr gut aufsummieren, weil die ja zwischendrin entnommen werden. Das heißt, es sind immer wieder neue, die eben zu 8 oder 9% da anfallen. Das heißt, wir haben insgesamt ja fast so um die ein Viertel, ja wirklich ein Viertel der Waldfläche, das eben starke Schäden inklusive abgestorbener Bäume aufweist. Und ja, wer mal in Hessen unterwegs war in letzter Zeit, der kennt sicherlich Flächen, in denen das auch sehr realistisch klingt, dass es da so aussieht. Gute Nachricht, Absterberate hat jetzt sehr stark abgenommen. Das heißt, der Borkenkäfer ist durch, der macht jetzt eigentlich nicht mehr viel aktuell gerade. Und Vernichtung sozusagen, die Absterberaten von mehr als 2,5% von 19 bis 20, das ist extrem hoch. Die sind dankenswerterweise passé, jetzt sind wir noch auf 0,7 runter. Das liegt auch noch weit über dem langjährigen Durchschnitt. Der dürfte so irgendwas bei 0,3 irgendwas liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, also wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Das ist die gute Nachricht. Und das können wir auch sehen bei der Ausfallrate als Schadzeug entnommene Bäume. Ne? Also hier oben jährliche Absterberate, die tot angetroffen wurden und dann hinterher entfernt worden sind und im nächsten Jahr logischerweise nicht mehr da waren. Das heißt, es kamen 2021 auf 2021 wirklich nur wenige neue tot abgestorbene Bäume dazu. Und es waren auch vergleichsweise deutlich weniger, die eben im Laufe dieses Jahres noch zusätzlich entnommen worden sind. Aber hier sehen wir auch, wenn wir das wieder aufnummerieren, dann haben wir etwa 10% der angetroffenen Bäume, die jetzt eben fehlen. Plus die Abgestorbenen, die kommen ja nochmal außerdem noch dazu. Also sowas insgesamt roundabout vielleicht 15% Gesamtwaldflächenverlust. Und das ist schon heftig. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. Und wenn man sich jetzt mal die Kahlflächen und auch auf Satellitenfotos zum Beispiel anguckt, wo ist denn der Wald weg, wo hat es denn riesige Kahlflächen, leider alles sehr realistisch. Also dass die Zahlen recht gut stimmen. Bei der Buche haben wir jetzt hier in Hessen auch wirklich sehr, sehr hohe Schäden. Trotzdem, dass sie sich, sehen wir links, regeneriert hat und ein bisschen besser dasteht bei der Laubgeschichte, ist der Anteil starker Schäden inklusive abgestorbener Bäume sogar noch mal ein wenig angestiegen. Aber auch hier muss man jetzt wieder vergleichen. Starke Schäden heißt ja nicht immer gleich auch tot. Und im Fall der Buche ist es so, ja, die zeigt starke Schäden. Diese halb abgestorbene Krone, im oberen Bereich der Krone, da fehlt eben jede Menge Laub. Und unten drunter regeneriert sie sich langsam wieder. Das ist so dieses typische Bild der geschädigten Buchenbestände, das wir erwarten dürfen. Das haben wir in Hessen eben sehr vermehrt. Ja, gibt auch unbeschädigte Waldteile, selbstverständlich. Also ist es nicht immer überall furchtbar, aber kleinräumig dann dafür aber auch nochmal mehr furchtbar als Durchschnitt. Ja. Die mittlere Kronenverlichtung. Was habe ich denn hier für eine Grafik? Was bist du? Ach so, links. Links ist die gelben, die mit dem gelben Hintergrund. Das ist Eiche. Eiche geht es den jungen Eichen besser, den alten Eichen leider ziemlich viel schlechter. Gleiches Problem wie immer. Auch hier wird wieder dran gefressen und die Dürre hat ihr langfristig zu schaffen gemacht und die Reserven sind einfach aufgebraucht. Nebendran jetzt tatsächlich noch die Fichte und da sehen wir auch Kurven, wie es sie gefühlt noch nie gegeben hat, seit der Waldzustandserhebung, seit 36 Jahren. Also irre, junge Kiefer hat sich deswegen so unglaublich viel verbessert, weil die halt alle tot sind. Und die noch dastehen, haben nur noch 16% mittlere Kronenverlichtung, alle anderen sind tot. Und bei der alten Fichte, ja, 1% Verbesserung von 50 runter auf 49, das macht die Sau nicht wirklich fett. Und wenn wir jetzt hier mal noch den Anteil starker Schäden zusammenrechnen, das ist eine ganz andere Skala, ne? Also der dicke Balken, der ist 27%, der 2021er Balken noch 18,5%. Also man kann vielleicht sagen, Hessen ist das Bundesland, in dem wir am allerdeutlichsten rein von den Zahlen her sehen können,
hier stirbt die Fichte wirklich aus. Also die Reinbestandsfichte. Im Mischbestand geht das noch. Aber ja, das muss man wirklich so klar jetzt auch sagen. Ich habe das im letzten Jahr auch schon gesagt, dass es so wahrscheinlich kommen wird. Aber da kann jetzt keiner mehr wegdiskutieren. Auch nicht der Privatwaldbesitzer, der von Opa gesagt bekommen hat, er soll Fichte pflanzen. Das kannst du doch nicht mehr ignorieren. Da kann ich dann wirklich nicht mehr verstehen. Jährliche Absterberate aller Bäume in Prozent, das haben wir auch schon in Niedersachsen angeguckt. Die liegt hier massiv höher als in Niedersachsen. Und Ausfallrate als Schadholz entnommene Bäume auch saumäßig hoch. Ja. Also insgesamt sind die Schäden in Hessen wirklich, wirklich gravierend. Und jetzt muss man dazu sagen, Hessen war mal, das kann sich jetzt gegebenenfalls geändert haben, war mal das waldreichste Bundesland, zusammen mit Rheinland-Pfalz. Die haben sich nicht viel genommen. Jetzt sieht es so aus, als wäre Rheinland-Pfalz nun das waldreichste, also prozentual anteilig an der Landesfläche, Bundeslandsfläche, das waldreichste Bundesland. Einfach weil Hessen viel mehr Wald verloren hat, jetzt in der Waldkrise. Und ja, macht keinen Spaß, ne? Macht wirklich keinen Spaß. Was übrigens von 6 auf 7 los war, das war auch wieder ein Sturm. Jo, hier können wir dann auch nochmal bei der Kiefer sehen, die ist regional extrem unterschiedlich. Es gibt Kiefernbestände, die sind noch nach wie vor relativ stabil und zeigen ein ähnliches Bild wie Niedersachsen. Es gibt aber auch Kiefernbestände, die sind komplett am Wegsterben. Ja. Und zum Beispiel eben in der Rhein-Main-Ebene, da geht es der Kiefer richtig dreckig, aber auch allen anderen Bäumen. Das ist nämlich ein insgesamt sehr schlimmes und irgendwo auch schönes Beispiel. Hier wieder die Quelle. Ne? Und die Sache mit der Rhein-Main-Ebene, ich zitiere mal hier oben genannte Quelle. Zu der Rhein-Main-Ebene liegen wissenschaftliche Befunde vor, die auch im politischen Raum diskutiert werden. Zu nennen ist beispielsweise der Forschungsbericht Waldentwicklungsszenarien für das Hessische Ried von Ahner et al. 2013 zu beziehen über die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt. Zusammenfassend wird dargelegt, dass, und jetzt ein Zitat im Zitat, die Wälder im Ballungsraum Rhein-Main zu den forstlichen Brennpunkten in Mitteleuropa gehören. Flächenverbrauch, Zerschneidung, Stoffeinträge aus der Luft, steigender Wasserbedarf und biotische sowie abiotische Belastungen führen zu einer schleichenden Destabilisierung der Wälder und damit verbundenen Waldauflösungserscheinungen. Ein geordneter Forstbetrieb ist somit vielerorts nicht mehr möglich. Das müssen wir uns ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die erste Region Deutschlands, größere Region, in der es A, überhaupt noch Wälder gibt. Es gibt Regionen im Ruhrpott, in Anführungszeichen, die ohnehin schon so wenig Wald aufweisen, dass man da nicht merkt, dass er jetzt auch Probleme hätte, wenn man neuen hinpflanzen wollen würde. Nordrhein-Westfalen ist per se ja schon auch waldreich, aber der ist selten mitten in Köln zu finden oder ähnlichem. Ja? Und jetzt will ich ja gar nicht über NRW herziehen. Ihr wisst, ich mag das Bundesland inzwischen ja sehr gerne, habe ich schon mehrfach erwähnt. Aber da gibt es schon ähnliche Probleme. Allerdings hat man eben in der Rhein-Main-Ebene auch noch Wälder gehabt, beziehungsweise man hat sie noch. Plus jetzt die erhöhte Bevölkerungsentwicklung, das erhöhte Bevölkerungswachstum, dass viele Leute nach und um Frankfurt auch gezogen sind. Und Metropolregion Rhein-Neckar, wie es auf der Autobahn auf dem Schild so schön heißt. Das führt wirklich zu einer massiven Flächenversiegelung. Hier sehen wir also jetzt zum ersten Mal, das ist jetzt meine Theorie, ja, beweisen kann ich das nicht, aber ich vermute schwer, dass es daran liegt, was Parkplätze, Asphalt,
Und ähnliches, also sonstige Flächenversiegelungen, auch einfach total zugetrampelter Boden, da versickert auch kein Wasser mehr, mit dem Gesamtwasserhaushalt einer Landschaft anstellen können. Weil sobald alles zugepflastert oder asphaltiert oder sonst was ist, dann regnet es da drauf, fließt in die Kanalisation und die entwässert zu 100% in den nächsten großen Fluss, sei es der Rhein oder der Main. Das Wasser ist jedenfalls für den Boden erstmal weg. Und das führt zu einem extremen Verlust an eben pflanzenverfügbarem Wasser, was zu einer enormen Zunahme des Dürrestresses 2018 bis 20 geführt hat. Und außerdem gehen da überall noch Straßen durch den Wald. Ja? Also die Zerschneidung der Landschaft einfach durch auch asphaltierte Zerschneidung, wo dann auch der Boden drunter ganz klar so weit zusammengedrückt ist, dass da überhaupt kein Transport von irgendwas mehr stattfinden kann. Das gibt es zwar oft im Wald, es ist zum Teil auch unvermeidbar, aber die Ausmaße hier sind nochmal ganz, ganz andere, also anders in der Welt. Und ich will niemandem seine Heimat schlecht reden, wenn jemand aus der Ecke kommt. Ja? Das ist Da ist ja auch ganz hübsch eigentlich. Aber da sehen wir wirklich zurzeit, ist vielleicht die erste Region Deutschlands, die wirklich waldfrei sein wird. Wo durch Zivilisation, durch ganz klar einfach durch Siedlung, durch da Wohnen, durch auch Abgreifen von Grundwasser als eigenes Trinkwasser zum Duschen und so weiter und so fort, wir in der Region tatsächlich den Wald so weit zurückgedrängt haben, dass es eher zu einem Buschland kommt. So eine Serengeti für Frankfurt, sowas in die Richtung. Zusätzlich zur Entwicklung mit dem Klimawandel ist das durchaus mehr als realistisch. Gucken wir uns Zahlen an. Mittlere Kronenverlichtung im Prozent Eiche über 60 Jahre. Nur mal als Beispiel. Die Linie, ja, die orangene, ockerforme, gelbe, wie auch immer Linie, landet bei 28% am Ende. Das ist die Situation für Gesamthessen für die Eiche. In der Rhein-Main-Region 47%. Nahezu doppelt so schlimm. Mittlere Kronenverlichtung Buche. Über 60-Jährige, also die etwas älteren Buchen, liegt bei Gesamthessen bei 33%. Das ist schon schwierig, ja, und das ist auch schon durchaus nicht besonders gut und muss man sich Sorgen machen. In der Rhein-Main-Region 52%. Also man muss Folgendes klar machen, ja? 50% Laubverlust ist eine schwere Schädigung. Das ist wirklich eine schwere Schädigung. Das ist immer abzuwägen. Das könnte jederzeit nächstes Jahr könnte der Baum tot sein. Vielleicht lebt er auch noch, aber es wäre völlig realistisch und überhaupt kein Wunder, wenn er nächstes Jahr tot ist. Und um sich davon zu erholen, bräuchte er viele, viele Jahre nacheinander mit guten Wachstumsbedingungen, damit dieser schwere Schaden wirklich wieder rausgewachsen werden kann und dann eine Regeneration möglich ist. Das wird es dann nicht geben. Das sehe ich nicht. Also gerade bei den alten Buchen, wäre noch eine alte Buche irgendwo nicht im Stadtpark, da wird gegossen und da wird nachgeholfen, sondern in den richtigen Wäldern, die die Region noch hat. Wer da noch eine alte Buche kennt, um es mal deutlich zu sagen, da kann man sich verabschieden gehen. Mittlere Kronenverlichtung, Kiefer. Da ist es nicht ganz so deutlich, aber die Kiefer als sehr dürreresistente Art, die teilweise auf einzelnen Felsklötzen von einer Mauer noch wachsen kann oder auf Felsnasen an irgendwelchen Klippen, zeigt hier auch deutlich erhöhten Dürrestress und deutlich erhöhte Schäden eben durch die Besonderheiten, die da eben die Urbanisierung mit sich bringt. Wir müssen uns klar machen, das ist eine der bevölkerungsreichsten Ecken von Deutschland. Und die Bevölkerung wird weltweit und global weiter ansteigen. Die Idee, immer mehr Wälder in Deutschland zu haben und mehr aufzuforsten und so weiter und so fort, die ist ja super und großartig. Aber man muss sich auch klar machen, sollten wir noch ein Bevölkerungswachstum kriegen, das ist nicht unbedingt gesagt, dass wir das kriegen, ja, aber sollten wir das kriegen, dann wird das schwierig. Das ist sehr schwierig, das alles zusammen unter einen Hut zu bringen. Ebenfalls aus der oben zitierten Quelle stammt dann noch dieses schöne Foto. Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel für so einen durchschnittlichen Zustand der Wälder da um Frankfurt. Wenn man auf der Autobahn dran vorbeifährt, dann sieht man das schon. Ja, da muss man noch nicht mal groß in die Wälder reingehen. Das reicht wirklich auf der A5 einmal an Frankfurt vorbeifahren, nach Möglichkeit dann in Frankfurt noch irgendein Autobahnkreuz benutzen und dann kriegt ihr sowas auf jeden Fall zu sehen. Ich denke, viele Zuschauer werden das auch schon gesehen.
gesehen haben. Es sieht wirklich katastrophal aus. Da kommt unten schon noch irgendwie Wald nach. Aber wie oben schon steht, es ist nicht so, dass da keinerlei Wald mehr wachsen wird. Aber es ist keine Forstwirtschaft in dem Sinne mehr möglich, weil wir eher so einen Buschwald bekommen. Einen Trockenwald. Der ist als Naturschutzgebiet vielleicht mal irgendwann ganz interessant, weil es halt ein sehr lichter Wald, der sehr viel Licht auf dem Boden lässt, sein wird. Und ja, bis hin zur Trockengrenze des Waldes, ab einer gewissen Bodentrockenheit ist ein Waldwachstum eben nicht mehr möglich. Und das liegt dann eben nicht, um das nochmal ganz klar zu machen, daran, dass viel zu wenig Niederschlag ausgerechnet um Frankfurt drumherum fällt, sondern das liegt einfach daran, dass der Niederschlag gar nicht mehr im Boden ankommt wegen zu viel Asphalt. Und dadurch, dass die Bäume dann ohnehin so wahnsinnig gestresst und geschwächt sind, sind sie natürlich viel anfälliger für Krankheiten, Käfer, Viren, Bakterien, Pilze etc. pp. Sonnenbrand spielt auch nochmal eine Rolle. Das kann man hier übrigens an dem linken Stamm sehen. Der hat schon total abgesprungene Rinde. Da ist auch UV-Strahlung mit am Werk und spielt damit eine Rolle, weil hier insgesamt der Kronenschluss in diesem Waldbild, was wir in diesem Foto haben, ja quasi gar nicht mehr vorhanden ist. Da kann die Sonne also richtig schön reinbrennen. Das ist gegen manche Pilze gut, aber eben für den Wasserhaushalt so gar nicht. So. Dann wollte ich der Vollständigkeit halber noch ein ganz kleines bisschen in die Pfalz und nach Mecklenburg gucken. Nämlich in der Pfalz, da haben wir eine nennenswerte Regeneration, eine nennenswerte Verbesserung. Alle anderen Werte, auch die Schadwerte, die liegen nicht ganz auf hessischem Niveau, sie liegen etwas drunter. Das Saarland ist dann nochmal ein Ticken besser als die Pfalz. Also grundsätzlich. Saarland und Teile der Pfalz sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Das gleiche gilt auch für Teile von Baden-Württemberg. Andere Teile sehen dann allerdings eher auch wieder so aus. Ja, wie gesagt, also wenn man die A5 entlang fährt, da kann man auch solche Waldbilder wunderbar finden. Da muss man nicht zwingend in die Rhein-Main-Region. Andere Ursachen. Gleiches Resultat, weil da ist einfach sehr schwierig, der Boden ist sehr sandig, der Rhein führt das Grundwasser sozusagen ab. Das Grundwasser ist meistens auf dem Stand von der Rheinhöhe, vom Rheinwasserpegel. Und wenn der halt wenig Wasser hat in der Dürre, dann sinkt auch der Grundwasserstand, weil das eben direkt in den Rhein entwässert und der Rhein saugt sozusagen dann das Wasser aus der Landschaft. Aber wie gesagt, hier größtenteils Übersiedlung. Ich möchte da schon fast von Übersiedlung sprechen in dem Zusammenhang. Ja, also Pfalz ungefähr so wie zu erwarten. Hier nochmal die Quelle zur Pfalz. Man sieht, ich werde fauler. Ne? Ist aber noch zulässig, so auf diesem Wege die Quelle anzugeben. Und Link immer noch unten in der Videobeschreibung. Und die jährliche Absterberaten im Kollektiv der Waldzustanderhebung, das ist jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Wo habe ich da die Quelle dazu? Mist, die habe ich vergessen. Guckt mal hier. Ist das Mecklenburg? Ja, nein, das ist wieder die Rheinland-Pfalz. Vorwort. Die Heike ist die ist auch in der Pfalz. Wo haben wir denn Mecklenburg-Vorpommern? Irgendwo hatten wir Mecklenburg-Vorpommern. Ist das Mecklenburg-Vorpommern? Das sieht aber sehr nach Mecklenburg-Vorpommern aus. Na, also, geht doch. Also, hier die Quelle für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und das entsprechende Grafiklein dazu. Hier kann man also auch wunderbar sehen, ernsthafte Schwierigkeiten über alle, weil die Fichte so raussticht. Also, es ist im Grunde und Ganzen Mecklenburg-Vorpommern, muss man sich klar machen. Es gibt einerseits wirklich diese sehr trockenen Kiefernwälder, mehr oder weniger Rainbestände. Es gibt andererseits aber auch noch wahnsinnig naturnahe Buchenwälder. Siehe hier Kreidefelsen, Rügen und solche Späße. Die gibt es auch weiter im Inland. Und die Mecklenburger Seenplatte, da ist also schon auch Wasser in der Landschaft vorhanden. Und da drumherum gibt es nach wie vor tolle Wälder, die auch sehr intakt sind und auch klimastabil sind. Also das muss man wirklich es ist ein zweischneidiges Schwert. Und diese Kiefernbestände, Entschuldigung, die gibt es halt auch in,
Ja, das wird noch ein paar Jahre auf jeden Fall gut gehen und dann kann man sich überlegen, ob man nicht doch noch was Besseres einfällt. Ihr seht hier ja bei jährlicher Absterberaten, Kiefer 1,5%, jetzt stark angestiegen, nochmal von 2020 auf, nee, von 2019 auf 2020. Oder? Moment. Nee, nee, der rote Punkt ist jetzt schon der letzte Wert. Das ist ein bisschen schwierig abzulesen. Okay, dann ist es jetzt nochmal stark angestiegen. Ja, kann man sich fragen, was jetzt schiefgelaufen ist? Wahrscheinlich Diplodia, dann diverse andere Käfer, die daran beteiligt sind und Spätfolgen natürlich. Wir sehen ja nämlich 18, 19, ist bei der, 18, 19, 20 ist ja wenig passiert bei der Kiefer. Da war sie erstaunlich resistent und hat sehr, sehr gut performt, in Anführungszeichen. Und irgendwann muss ich ja mal die Spätwirkung der vielen Trockenheit auch in der Kiefer zeigen. Das heißt, es wäre auch möglicherweise so, dass man das hier mit Spätwirkung der sehr starken Trockenjahre erklären kann. Aber dass die Kiefer weg, Quatsch, die Fichte wegstirbt, das ist offensichtlich. Die Buche als sehr gut angepasste Baumart zeigt nur sehr geringe Absterberaten. Das ist völlig in Ordnung. Das liegt auch im bundesweiten Rahmen. Tatsächlich ist die Eiche von der Absterberate nahezu auf null runtergegangen. Das ist auch zu erwarten. Eiche darf wegen ihres langsamen Wachstums auch auf keinen Fall Absterberaten im 1%-Bereich haben. Das wäre für die Eiche völlig katastrophal. Man muss sich klar machen, die wächst ja nur super langsam nach, wenn die mit 1% wegstirbt, aber 300 Jahre braucht, um vernünftig alt zu werden. Dann ist sie nach 100 Jahren weg und bräuchte eigentlich 300, um sich zu regenerieren. Drum können wir uns freuen, dass die Eiche wieder zurück auf nahezu 0, 0,00 irgendwas wahrscheinlich Absterberate zurückgekehrt ist. Die gehört auch nach Mecklenburg-Vorpommern, definitiv. Da gibt es wunderbare Eichenwälder und Buchenwälder, also beides so in Mischung. Eichenhain-Buchenwälder auch. Ja, gut. Jetzt haben wir ganz viel erzählt. Jetzt fehlt eigentlich noch, wie war denn das Wetter? Ja. Und wenn ich das jetzt noch lang und breit mit euch diskutiere, dann sitzen wir morgen noch hier. Drum machen wir jetzt Folgendes. Wir gucken mal ein kleines bisschen auf den Dürremonitor. Das hier ist der Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum. Ja, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Dürremonitor. Das sind die ganz aktuellen Werte, die da jetzt gerade im Internet zu finden sind, vom 20.01. Und überraschenderweise stellen wir fest, wir haben hier immer noch rote und dunkelrote Bereiche. Wir haben immer noch ordentlich gelbe Flecken. Also mal von Bayern abgesehen und Nordniedersachsen und derzeit übrigens auch Mecklenburg-Vorpommern, und Südsachsen. Endlich mal, da kann sich Sachsen wirklich mal freuen. Die sind ja sehr gebeutelt worden von der Dürre 18, 19 und so weiter. Es ist immer noch Dürre da im Gesamtboden. Na? Und das liegt eben daran, dass ein Jahr mit normalem Niederschlag nicht ausreicht, die Grundwasservorräte wieder nennenswert aufzufüllen. Also so richtig, richtig aufzufüllen. Und durch das fehlende Grundwasser, ne, bis 1,80 Meter Bodentiefe, da steht schon oft, könnte Grundwasser anstehen, könnte. Ja, und sollte zumindest eine Rolle spielen, dass der Boden ordentlich feucht ist auf der Tiefe. Ist er aber in vielen Teilen Deutschlands halt eben wieder nicht oder immer noch nicht, je nachdem, wie man das nehmen möchte. Und also von Entwarnung kann man wirklich nicht reden. Ja, der Wald hat sich verbessert. Ja, also bevor es jetzt alles zu negativ klingt, wir haben eine Regeneration, wir haben eine Erholung und viele Baumarten, die ohnehin schon gut angepasst waren, einen guten Wurzelraum haben und wo stehen, wo sie lange aushalten, für die ist das auch entscheidend. Das wird ihnen sehr weiterhelfen. Und sofern jetzt nicht wieder mehrere wirklich schlimme Dürrejahre in Folge kommen, werden das viele Bäume auch noch ein paar Jahrzehnte lang überleben. Aber Aussagen, das muss ich auch so deutlich machen, über ein paar Jahrzehnte hinaus kann man für den Wald derzeit gerade nicht machen. Es gibt schon Gründe, warum die Forstwissenschaft so verzweifelt nach Zukunftsbäumen sucht und ich die auch immer gerne auf meinem Kanal behandle, weil es einfach notwendig ist. Ja.
Insgesamt, jetzt gehen wir mal spaßeshalber davon aus, wir hätten die Dürreereignisse 18, 19, 20 jetzt überstanden. Ja, ab sofort kommen wieder so halbwegs normale Jahre. Also immer noch zu trocken und immer noch zu warm, aber nicht auf Extremniveau. Dann muss ich sagen, insgesamt hat es der Wald besser überstanden, als ich gedacht hätte. Hätte ich gewusst 2018, dass das nochmal so weitergeht in 2019 und dass auch 2020 kein gutes Jahr wird, dann hätte ich noch ganz andere Prognosen abgegeben, als ich 2018 abgegeben habe. Und das heißt, unsere Wälder waren schon stabiler, als wir haben erwarten dürfen, denke ich. Ich glaube, das geht auch vielen, vielen Experten so, dass man doch eher vermutet hätte, dass die Schäden deutlicher sein könnten. Also es hätte auch viel schlimmer kommen können. Andererseits, es ist auch schlimm genug gekommen. Und wenn man sich eben überlegt, dass sich solche Dürreperioden jederzeit wieder wiederholen können, es spricht ja nichts dagegen, das kann jederzeit wieder passieren. Ja, ist alles nicht so lustig. Ja. Es ist wirklich alles nicht so lustig. Guckt mal hier. Hier läuft jetzt durch die letzten 12 Monate. Jetzt sind wir gerade im Sommer. August, September, Oktober, November, Dezember. Und wie wir sehen können, haben wir insbesondere am Anfang vom Jahr, jetzt geht es gerade wieder los, da ist noch extrem Dürre und erst im Sommer durch die Starkniederschläge, die dann da irgendwann mal waren, ne, ist die Dürre mal vorbei, baut sich dann wieder auf und ja, wie es im Dezember aussah, wisst ihr selber, das ist noch nicht lange her. Jetzt im Januar ist es immer noch nicht besonders toll. Der Oberboden war zeitweilig mal zwischendurch sehr wassergesättigt, aber im Gesamtboden ist über den gesamten Zeitraum von 2021 die Dürre nie deutschlandweit komplett verschwunden. Ja, das muss man sich mal, also was heißt die Dürre? Gelb ist ungewöhnlich trocken. Das ist noch keine Dürre, das ist so eine Art Vorwarnstufe. Erst ab Orange darf man dann von einer Dürre sprechen. Ja, kommt darauf an, wie man es definiert. Aber das haben wir jetzt auf diese Weise gesehen. Ich kann nur wärmstens empfehlen, wenn man mal wieder denkt, jetzt hat es doch bestimmt total viel geregnet. Super fürs Wetter, super für die Böden, toll, Klimawandel ist besiegt. Wir können wieder entspannt den Wasserhahn aufdrehen oder entspannt Auto fahren und was auch immer. Dann guckt doch mal einfach auf den Dürremonitor und dann wird man relativ schnell feststellen, nee, so super ist noch nicht. Ich möchte dieses Jahr nicht schon wieder erklären, wie der Dürremonitor funktioniert. Das findet ihr selbstverständlich auch alles hier auf der Homepage vom Dürremonitor und da haben wir schon ganz viel drüber gesprochen in der Vergangenheit bei anderen Videos zu dem Thema. Ja, und wie war das Wetter? Da gucken wir doch spaßeshalber mal nach Hessen und Wald in der Rhein-Main, Witterung und Klima. Und dann gibt es hier diese schöne Grafik, wartet, Quelle dazu, Johannes Schuttmöller und andere Quelle dazu, diese hier. Na, das ist wichtig. Und diese Leute haben da alle mitgearbeitet. Kenne ich alle nicht, aber toll, ganz toll. Ja, so. Jetzt müssen wir wieder hoch. Das war zu hoch. Nein, doch nicht. Da haben wir es. Das ist die eine Grafik, das ist die andere Grafik. Und welche habe ich gesucht? Die da. Abweichungen von Niederschlag und Temperatur vom Mittel der Klimaperiode 1961 bis 1990. Durchgezogene schwarze Linie in Hessen. Monatswerte für die Vegetationsjahre 2019. Lesen könnt ihr selber. Also, guckt euch mal hier an. Hier unten die Temperatur. Ne? Da sehen wir, sämtliche Balken zeigen hoch. Wenn ein Balken hoch zeigt, heißt es, es ist wärmer als das langjährige Mittel. Und wenn wir uns jetzt den Juni-Balken angucken, dann ist es sogar 3,5 Grad wärmer als das langjährige Mittel. Und das ist nicht nur in Hessen so, sondern Entschuldigung, in fast jedem anderen Bundesland in Deutschland ebenfalls. Wir hatten also mal wieder einen richtig krass warmen Juni. Jetzt ist ein warmer Juni, der 3,5 Grad wärmer ist als das langjährige Mittel, nicht zu vergleichen mit einer globalen Durchschnittstemperatur von plus 3,5 Grad. Das wäre eine Katastrophe. Ein einzelner Juni, der es mal kurzfristig ist, ist nicht so schlimm. Ja, es ist auch nichts Schlimmes passiert im Juni. Aber
wirklich nur zu kalt. Man hat ja den Eindruck, das Jahr wäre super kalt gewesen, waren bloß der April und der Mai. Die waren zwar ordentlich zu kalt und es hat lange keinen so kalten April und Mai mehr gegeben. Teilweise war es auch, je nachdem wo in Deutschland, der kälteste April seit Beginn der Wetteraufzeichnung, teilweise auch der kälteste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das ist schon bemerkenswert und das zeigt aber nur vor allen Dingen eins, nämlich Extremwerte nehmen zu. Es wird netto nach wie vor wärmer, aber Extremwerte nehmen zu. Und die Extremwerte, nur die Extremwerte, die nehmen in beide Richtungen zu. Der Durchschnittswert steigt. Aber es wird immer mal wieder wirklich katastrophale Kälteeinbrüche geben, mit denen dann kein Mensch gerechnet hat. Es wird aber genauso oft und dann auch noch deutlich öfter und dann wahrscheinlich noch deutlich krasser riesige Hitzewelle geben und große kurzfristige oder auch langfristige Hitze-Events, die uns zu schaffen machen werden. Ja? Durchschnittlich wird es wärmer im Durchschnitt, ja, und das resultiert aus wenigen extremen Kälteereignissen und vielen, Entschuldigung, extremen Dürre. Ereignissen bzw. Wärmeereignisse. Jetzt ist es, wenn wir uns den Juni angucken, der mit 3,5 Grad ja viel zu heiß gewesen ist, der hat gleichzeitig einen leicht überdurchschnittlichen Niederschlag, wie wir sehen können, oben drüber. Da ist der die blaue Säule nach oben. Und drum war der Juni auch nicht besonders schlimm. Warm kann es sein, wenn es da zu viel regnet. Das macht dem Wald dann nicht allzu viel. Und besonders der Juli dann später und auch der August, die waren dann für den Wald auch nochmal sehr, sehr gut, weil es hat A, ordentlich geregnet, auch in Hessen, und Hessen hat ja durchaus ordentliche Schäden. Und gleichzeitig war es nicht besonders super, super übermäßig warm. Der August war sogar ein klein wenig zu kalt. Auch das Frühjahr, was teilweise als sehr trocken bzw. sehr nass empfunden worden ist, nicht wirklich, ein bisschen überdurchschnittlich nass war der Januar. Der Februar war dann ziemlich normal, März, April auch schon wieder tendenziell zu trocken, wenn auch durch die niedrige Temperatur eben ja, spannend, sage ich jetzt mal. Ja? Also wir erinnern uns ein bisschen. Ähnliche Angaben findet ihr in jedem anderen Waldzustandsbericht. Schaut da doch gerne einfach auch mal selber rein. Ansonsten kann ich noch die Seite Wetterkontor empfehlen. Da findet man auch die Monatswerte des vergangenen Jahres zu jedem beliebigen Monat. Wer sich mal noch ein alteres Video zum Waldzustand von mir anguckt aus den vergangenen Jahren, da sind die Monatswerte auch jeweils dabei, die Wetterkontordaten. Und das könnt ihr euch da auch wirklich selber nachgucken. Da braucht ihr mich nicht dazu. Die Starkregenereignisse im Ahrtal und so weiter und so fort, das sind halt nur punktuelle, kurze Niederschläge, nur in Anführungszeichen. Denn selbstverständlich habe ich vollstes Mitgefühl mit den Betroffenen und so weiter. Aber fürs Gesamtklima ist das nun ein weiteres Beispiel für kurzfristige Extremereignisse. Also genau das, was ich hier gerade die ganze Zeit zu predigen versuche. Ja, also man darf gespannt sein. Jetzt habe ich gar kein Schlussbild. Ach, geh mal zurück zum Titelbild, sofern es ein Titelbild gegeben hat. Man darf wirklich gespannt sein, was da noch passieren wird oder noch besser. Wisst ihr was? Ich kann mich hier auch großziehen. Guckt mal. Wupp. Tada! So, jetzt bin ich mal halbwegs groß im Bild. Da kann man auch sehen, wie mies die Qualität meiner Kamera ist. Das ist die stinknormale Webcam im Computer verbaut. Und was hier im Hintergrund noch läuft, das ist OBS, Open Broadcast Software, was auch immer. Ich bin noch am Tüfteln. Also einigermaßen funktioniert es langsam. Ja, also insgesamt alles keine tollen Nachrichten. Ja, der Wald regeneriert sich ein weiteres normales Jahr und er wird sich weiter regenerieren. Und da können wir jetzt nur darauf hoffen, das ist die gleiche Aussage, wie ich eigentlich immer an dieser Stelle in so einem Video treffe, dass wir eben darauf hoffen dürfen, dass das nächste Jahr möglichst gut werden möge. Ja. Ja. Dem habe ich eigentlich nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Das war jetzt ein unglaublich langes Video, ne? Muss ich vielleicht nächstes Jahr nicht in der Ausführlichkeit machen. Das waren ja jetzt noch längst nicht alle Daten, die zur Verfügung stehen, aber ich wollte es mal ausführlich machen. Vielleicht für den einen oder anderen ja doch noch ganz interessant gewesen. Und ansonsten wünsche ich jetzt vermutlich gute Nacht. Tschüss.